ab. Ich glaube, das ist so 6.800 ja, Euro. Netto oder so. Ja, ja, was sagt ihr? 6.800 Euro netto würde man keinen maßgeblichen Unterschied mehr merken. Ein paar hunderttausend Euro hat schon gekostet. Ja, gut, okay. Das ist crazy. Aber ich würde sagen, das war's wert, oder? Also. Ja, klar. Also, wenn du jemanden... Kundenbindung ist auf, da. Also, stell dir vor, Marius, einfach nur kurz, versuch dich in diese Situation hineinzuversetzen. Stell dir vor, du hättest eine Party geschmissen, die mehrere hunderttausend Euro gekostet hat. Und dann fragt dich einer, ob es wert gewesen ist. Was würdest du antworten? Das fluiert. Wir posten irgendwas und dann schreibt mir einer, ich mache so eine Story draußen vom Hof oder so, also als Joke. Und dann schreibt irgendwie einer so, keine Ahnung, warum kein GTS? Ja, ja, genau. Ich, ja, weiß, ich weiß nicht einmal, was er mich fragt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ja, ich hab, für mich ich ist das ein Porsche 911. Wir drehen so letztens so Reels so ein bisschen über Instagram. So 7 Sekunden hat er sein Auto bekommen, sag ich, ey, was machst du beruflich? Das war komplett unabgesprochen. Er sagt so spontan, ich bin baulig, einfach so als Job. Du sitzt zu Hause währenddessen, chase ich Dreams. Founders League. Neue Folge Dreamchaser Podcast. Wir sind hier bei Andreas und Markus. Heute das erste Mal, nee, nicht das erste Mal, aber das erste Mal hier in der Viererrunde. Auch spontan. Jo, also, sehr spontan. Ne? Sehr ja, spontan. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall die ersten beiden Folgen mit beiden jeweils nochmal einblenden. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, dass ihr euch nochmal vorstellt für die Leute, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Und nicht du wissen. Oder? Fang du an. Ich bin Andreas Baulig. Das ist der Markus Baulig. Und wir sind allgemein bekannt in Deutschland als Baulix. Als Baulix. manchmal auch für Business. Business. Ja, also wir sind bekannt im Bereich Online-Marketing, als Unternehmensberater aus Koblenz und haben über 60 Mitarbeiter, Software-Companies, diverse Dinge. Business.de gegründet vor einer Weile. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr uns in einer Werbung schon mal gesehen habt, ist sehr hoch. Statistisch. Sein, ja. Ja, wir waren ja schon mal hier, deswegen werden viele Themen jetzt nicht nochmal extra ansprechen, die wir schon angesprochen haben, aber ja. Doch. Schlau, ja. Also, ja. Aber was. Man merkt ja von euch, ich arbeite gerne mit so Genies wie euch. Ja, hell, was mich. Aber was gibt's denn so für Sachen, die sich seit unserer letzten Folge für euch geändert haben? Sind irgendwelche. Wann war sie denn hier? Boah. April müsste es gewesen sein. Diese, ja. Fast 23. Ja, fast ja, 23. 23. Ja. Wir sind noch reicher. Noch reicher? Ja, ja. Einige Millionen mehr. Gibt's eine Steigerung davon? Einige Millionen mehr. Wir haben 2 Softwares rausgebracht, also letztes Jahr. Die sind gut angelaufen, gut gewachsen. Machen auch noch ein paar Millionen mehr im Jahr. Also Learning Suite und Umsatz.io haben wir rausgebracht. Viele Urlaube gemacht. Macht das überhaupt noch einen Unterschied, wenn man die 1 Million dann mehr sieht sozusagen, obwohl man schon so viel Geld hat, dass es keinen Unterschied ist? Also ich sehe den sowieso nicht, weil ich habe keinen Zugriff auf die Bankkonten. Also der Markus hat mir weggenommen von der Weile. Und deswegen sehe ich nur meinen privaten Geschäft, meinen privaten Bereich und da ändert sich ja auch nicht so viel. Das geht ja langsamer, man lebt ja von einem kleinen Gehalt. Ne? Aber würdet ihr dazu stimmen, dass das praktisch irgendwann keinen Unterschied mehr macht? Also es gibt ja Leute, natürlich. Die sagen so, ne, ab einer bestimmten Summe macht das dann auch keinen Unterschied. Ich habe einen Kumpel, der sagt immer, jetzt hast du wieder mehr Geld verdient, jetzt kannst du wieder ein Haus kaufen oder ein Miethaus kaufen, wo andere Leute drin wohnen. So ist das. Ja, ach so. Also, aber die Grenze ist relativ low sogar, also wo die sagen, dass man keinen Unterschied mehr merkt, wenn du so und so viel verdienst. Ja, also es gibt ja diese Studie, auf die du anspielst, ja, wo man sagt, so ab, ich glaube, das ist so 6.800 Euro. 5 netto oder so. Ja, was sagt ihr? 6.800 Euro netto würde man keinen maßgeblichen Unterschied mehr merken. Das mag sein, wenn man in Deutschland lebt und keine Fantasie hat, Geld auszugeben, ja. Ja, also wenn du. Aber es gibt so mehrere Levels, sage ich mal, ne? Also es gibt halt wirklich auch Einkommensniveaus. Ja. Da merkst du schon doch nochmal einen ganz krassen Unterschied auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich auch, wenn man sehr konservativ auch lebt, ne? Also so, wenn man jetzt am Ballen ist, wie jemand so schön sagt, dann ist es wahrscheinlich ein Riesenunterschied, auch ob du halt 1 Million im Jahr oder vielleicht auch 2, 3, 4 Millionen im Jahr verdienst mit Urlaub und sowas. Wo hättet ihr denn gesagt, ist so von eurem Empfinden her die Grenze? Also als wir mit dem Dienstleistungsbusiness so 300.000 bis 500.000 gemacht haben im Monat, da war so eigentlich so gefühlter Max-Level so erreicht. Ne? Da hast du dann immer 500.000, bist immer Business Class geflogen, hast nice Wohnung gehabt, hast nice Karren gehabt, kannst dir irgendwie so ein Spielzeug, die ersten 2, 3 davon kaufen. Danach wird es halt nur mehr von demselben Stuff, also wird nicht wesentlich besser danach oder so, ne? Ja. Und ich denke so wenn du so also 20, 30 Millionen Nettovermögen hast, was in dem Fall ja schon auch locker erreicht ist, dann ist die Frage noch, kaufst du immer noch einen Privatjet eines Tages oder hast noch eine Yacht und so, die großen Dinger, die halt irgendwie Geld fressen, sonst passiert auch nicht mehr viel. Gibt es da was Neues an der Front? Privatjet? Nö. Nee, aber das Privatjet-Thema ist auch gar nicht so spannend, wenn du halt ein Online-Business hast, ne? Also wenn du, wie wir online arbeitest, gibt es ja gar keinen Grund, irgendwie anders vor Ort zu sein, außer ich habe jetzt irgendwo einen Speaking-Auftritt, dann habe ich auch schon mal ein Privatjet halt gechartert, aber ich habe ja keine Kundentermine, wo ich jetzt immer hin müsste und deswegen brauche ich jetzt auch keinen. Das stimmt. Und das ist allgemein eher so ein Amerika-Ding hauptsächlich, weil in Amerika sind ja die Distanzen ganz anders,
dann macht das auch schon viel mehr Sinn, dass da Leute morgens sagen, okay, ich habe jetzt da einen Termin, ich muss jetzt dahin. Deutschland ist ja gar nicht jetzt so, die Sachen sind ja nicht so weit auseinander. Safe, halt, ne? Safe. Wovon macht ihr das abhängig, ob ihr zu so einem Speaker-Auftritt geht? Also ihr kriegt bestimmt viele Anfragen oder ihr werdet bestimmt nicht alles annehmen. Es ist gar nicht so, wie man denkt. Also Speaking ist ja zumindest in der Branche, in der wir sind, immer noch auch so ein Pay-to-Play-Game. Ne? Also die meisten Leute, die auf der Bühne stehen, das checken ja viele nicht, die zahlen ja dafür, dass sie auf der Bühne stehen dürfen. Weil Events kosten ja extrem viel Geld und dann bringst du entweder Reichweite und damit Ticketverkäufe mit. Ja. Dann kann es sein, dass du ein bisschen weniger zahlst. Aber selbst da bist du meistens immer noch was am Zahlen. Oder du kaufst halt komplett ein, dann kaufst du auch meistens einen Stand mit dazu und so weiter und so fort. Und dann, also sag mal, für so ein normales Event irgendwo, die meisten Leute, die da Speaker sein werden, auf einer Hauptbühne, denke ich mal, werden irgendwann zwischen 20.000 bis 50.000 Euro zahlen für einen Hauptbühnenslot und für Nebenbühnen, irgendwelche Masterclasses auf irgendwelchen Events. Wäre das so zwischen 7.500 bis 15.000, 20.000 Euro manchmal liegen, so ein Slot. Ist das andersrum gar nicht? Doch, also es gibt auch, natürlich. Dass man bezahlt wird als Speaker, halt, wenn es mal so totalen, wenn es so totale Headliner gibt, so bei so OMR-Headliner und so weiter, wenn da jetzt, keine Ahnung, was ist da nächstes Jahr? Ihr müsst euch einfach vorstellen, es gibt ja die Events, ja, und die wollen ja Leute da hinziehen. Also gibt es sehr, sehr bekannte Personen. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, dass, ich meine, ist Kim Kardashian oder Kylie auch, Jenner bei irgendwie der angemeldet. Ich glaube, Kim Kardashian bei zum Beispiel. OMR. Genau, die wird jetzt ja nicht Geld dafür bezahlen, dass die bei der OMR speaken darf, sondern die bezahlen sie, damit sie kommen. Und dann gibt es halt ganz viele andere Leute, die sagen, ey geil, ich will jetzt auch auf derselben Bühne sprechen wie diese Person. Mhm. Will also auch quasi von dieser Zielgruppe sein. Ausnahmen, also es gibt quasi immer, es gibt halt immer Leute, die, also Stars, die Leute ziehen in einem bestimmten Markt. Das sind auch wir zum Beispiel. Klar. Im Online-Marketing-Space, im Beratungsmarkt, im B2B-Bereich, die dann Geld bekommen, wenn sie irgendwo auftreten. Und es gibt die Leute, die Geld bezahlen, damit sie halt irgendwo auftreten. So. Und so ist halt im Prinzip das Geschäft. Ne? Und der Eventveranstalter, der entscheidet halt selber. Ne? Ist das jetzt jemand, dem ich Budget, also dem ich Gage zahle, dass er kommt, oder ist jetzt jemand, der zahlen muss, damit er sprechen darf? Also die versuchen halt mit den Messeständen und Speaking-Gigs, versuchen die irgendwie so auf null rauszukommen? Oder mit den Tickets verkaufen. Also mit Events kann man sehr, sehr schwierig Geld verdienen. Das sind also ganz, ganz große, in den Tausenderbereichen, meiner Meinung nach, dann geht es langsam los, dass man auch mit den Tickets bei den ganz großen Sälen auch wieder richtig Geld machen kann, somit. Aber es ist schwierig. Ne? Also ist jetzt auch in den letzten 2-3 Jahren viel teurer geworden. Ja, viel teurer. Also es war vorher leichter. Hören wir von Leuten, die Events veranstalten. Gefühlt hat sich verdoppelt von den Kosten her. Genau, ja. Ja gut, aber das Investment ergibt ja eigentlich Sinn, weil was ist das für eine Credibility? Also wenn du da 20.000 bezahlst, um auf die Bühne mit, wie ihr schon gesagt habt, Kim Kardashian zum Beispiel zu gehen, da würde ich auch 20.000 Euro, um dann halt sagen zu können. Ja, kommt dann noch die Stage halt wieder an. Dass die was war die größte Stage, wo ihr wart? Deine, ne? Ich war Speaker bei der Founder Summit, das war vor 7.000 Leuten, das war krass. Letztes Jahr. Das hast du, glaube ich, sogar schon in unserem Podcast erzählt, oder? Also ja, da war ich sehr aufgeregt davor. Genau, ja. Stimmt, stimmt. Das war so, ihr habt ja gefragt, ob ich auch noch irgendwie, keine Ahnung, vor irgendwas Angst habe. Ja, stimmt. Das war so ein Ding, wo ich dann nervös vorher war, ja. Wie lange bereitet man sich für sowas vor oder gehst du da wirklich einfach drauf und sprichst einfach? Ehrlich gesagt, die besten Speakings waren immer die, wo ich mich relativ wenig so vorbereitet habe. Also ich mache immer so eine Präsentation, ich weiß so, was ich machen will, aber gehe dann einfach hin und werfe mich so in die Situation rein. Und da habe ich mich eigentlich tendenziell sogar ein bisschen mehr vorbereitet. Also war auch jetzt nicht meine beste Speech, die ich hier gemacht habe. Also hast du so Rahmenbedingungen, worüber du reden solltest? Ja, klar. Natürlich. Also man einigt sich ja auch mit dem Veranstalter, was man macht. Der will ja jetzt nicht, dass du da auf einmal, keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, du redest einfach über irgendeine Kacke. Fängst einfach an, ein Referat zu machen über den Dreamchaser-Podcast. Die balancieren das schon aus, dass die Themen halt irgendwie immer Sinn machen, ne? Dass nicht jeder dasselbe erzählt auch. Ja, safe. Ja, aber es macht schon Spaß. Also es ist cool, wenn du auf so einer Bühne stehst. Ja, glaube ich. Ja, apropos Events. Was zwischen den letzten Folgen war, ist eure Hollywood-Party. Ja. Wir können eigentlich mal hier, wenn ihr uns natürlich die Permission gibt, das mal hier einblenden oder kurz mal den Trailer zeigen. Safe, ne? Safe. Dann verstehen die Leute, das war geisteskrank auf jeden Fall. Frage, habt ihr mitbekommen, dass Marc komplett weg war? Nee, du warst musst weg. Du das direkt so jetzt irgendwie? Frag doch erstmal so, wir fragen erstmal die schönen Fragen. Die so. Open Bar, ne? Wie war das Event für euch? Free könnte drinks. Man auch erstmal fragen, wie war es? Wie war schön, ich hab jeden irgendwie so. Du warst gar nicht da. Doch, er war mental irgendwann weg. Der war in der Todeszone, der war mental weg. Der hat die Free Drinks mitgenommen. Ich habe ein bisschen tief ins Glas geguckt, tatsächlich, ja. Ich habe sehr multiple Gläser. Ja. Was an der Whisky Bar, ja? Ja, nee, Mojitos war Name of the Game und dann ist es irgendwie ausgeartet. Also weiß ich jetzt nicht, wieso man das ich wollte mal fragen. Ja, was also bei 600, 700 Leuten, wie viel waren dann 750? 800 Leute. Auf jeden Fall, da war es dann so gefühlt so, dass du irgendwie nach 4 oder 5 Stunden Leute zum ersten Mal gesehen hast. Pass auf, das ist so lustig. Wir haben die Party veranstaltet, es waren 800 Leute da und ich habe bei Instagram
zwei, drei Tage später Posts gesehen von Leuten, die auf der Party waren, die ich auf der Party nicht gesehen habe. Da dachte ich, okay, das war eine große Party. Ja. Ich sehe so einen Kunden und denke mir so, ach, der war auch da. Der war da, ja. Ich habe dem geschrieben, ey, sorry, ich habe dich gar nicht gesehen und so, wir haben gar nicht gequatscht. Der meinte so, ja, ich habe gestern mit Andreas geredet und so. Krass. Aber ich habe auch Andreas fast nie gesehen. Ich habe den viermal gesehen auf so einer Party. Ja, stimmt, ja. Ja, zusammen. Am Anfang habe ich auch noch viermal gesehen. Das war schon sehr abstrakt, also die war schon sehr abstrakt groß. Wie war es für euch? Also alles clean gelaufen? Oder? Ja klar, also war super. Alle hatten Fun, alles gut geklappt. Alles super organisiert von unserem Team. Das Einzige, was schade war, dass wir nicht diese großen... Grüße gehen raus an unser Event-Team. Wir wollten eigentlich vor die Tür so 6 Meter hohe Transformers stellen. Das hat leider nicht so geklappt. Das war ein Riesenthema. Nee, noch größer. Genau, also 6 Meter, also es war so statische 6 Meter hohe Transformers. Das war so meine ursprüngliche Vision von dieser Veranstaltung, war, dass ich wollte, dass einfach... 11 Meter, die waren 11 Meter hoch, 11 Meter hohe Transformers, zwei stehen neben dem Schloss. Ich dachte, wie krank wäre das, wenn du da lang fährst und du einfach so 11 Meter hohe Transformers siehst. Und die gibt's auch, also man kann die mieten. Ja, wir waren die ganze Zeit, es war bis so 4 Tage vor der Party, nicht klar, ob wir die aufstellen dürfen oder nicht. Wegen der Genehmigung. Das Problem war allerdings die Statik, weil halt unter diesem Schloss drunter ist eine Tiefgarage und es hat halt niemand so richtig die Entscheidung treffen wollen, zu sagen, das hält oder das hält nicht. Also stell dir mal vor, es wäre umgefallen und der Schloss dann geflogen. Der Dienstleister, der diese Transformer hat, der wollte auch nicht, um dem Statiker diese Berechnung so leichter zu machen, Informationen geben über Transformer, weil er gesagt hat, wenn ich euch jetzt meine Bauanleitung von den Transformer sende, könnt ihr den ja einfach nachbauen. Genau. Und wir haben komplett gesagt, der logische warum Gedanke. Soll ich deinen Transformer nachbauen? Einfach schnell nachgebaut, die Scheiße. Das war ein Riesenthema, wirklich. Ja. Es war, also die ganze Organisation war also sehr, das wäre noch Endstufe gewesen, wenn auch so die Transformer. Aber diese Transformer, die rumgelaufen sind, die gab es ja auch. Die waren auch einfach krass. Die waren ja auch irgendwie wie hoch waren die? 2 Meter? Ja, 50, mit dem Bildschirm auch und so. Ne? Die hatten ja hier so einen Bildschirm mit baulich und so. Das war schon echt cool. Ich habe mich auch gefragt, wie lange plant man so ein Ding? Also ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr da irgendwie selber involviert seid oder ob ihr einfach nur das Go gibt und das Team macht irgendwie den Rest. Aber also wir brainstormen eigentlich die Ideen und dann macht er irgendwie... Ja, das ist so... Du musst dir vorstellen, wir haben einen Mitarbeiter, Dennis, und der hat sich quasi hauptsächlich um die Party gekümmert. Und ich habe den auch regelmäßig zur Weißglut, glaube ich, getrieben, da ich meine Anfragen, weil ich dann einfach so sage, ich schreibe mir so eine WhatsApp, wir brauchen Gandalf. Also, ja. Ich schreibe so eine Message, wir brauchen Gandalf. Und dann ist halt seine Aufgabe, Gandalf zu besorgen, wie auch immer er es tut. Hat er gemacht, Also ich hatte wirklich, keine Ahnung, ich hatte bestimmt so 5, 6 Meetings irgendwie so vor der Party immer wieder, wo ich dann in einem Raum gesessen habe. Und dann auf so einem Bildschirm in so einer Google-Tabelle alle möglichen Figuren aus irgendwelchen Filmen und Serien. Dann war ich da so, nee, den finde ich wack. So, weißt du, diesen Superheld, der ist irgendwie uncool und so, den wollen wir nicht. Oder hier ist dann irgendeine Person, ja, der sieht doch gar nicht aus wie der echte Schauspieler, brauchen wir auch nicht. Das war sehr, sehr funny. Ey, aber das stimmt, ich fand, die sahen geisteskrank wirklich aus wie die richtigen Leute. Also ja, Jack Sparrow auch. Jack Sparrow sieht eins zu eins aus wie der Dude. Immer so. Er war sehr, sehr krass. Ist die Frage, Chuck Norris war ja auch, da habt ihr den gesehen? Ja, haben wir auch gesehen. Die Frage ist, kommt dieses Jahr noch eine? Tja, wir sind dafür bekannt, dass wir Leute überraschen. Also lass dich überraschen. Ich bin gespannt. Das war so, aber würdest du nochmal kommen, wenn du eine Einladung kriegst? Ich bin auf jeden Fall am Start, also das war wirklich crazy. Aber warum, was ist denn mit dir passiert dann? Ja, nix. Also wie war denn euer Ablauf, als ihr zu der Party gekommen seid? Wie habt ihr das denn so empfunden? Ja, war ein geisteskranker Abend und dann, also war alles geisteskrank, das Essen, alles. Und dann habe ich am Anfang kein Bier getrunken, sondern nur so Cocktails und dann irgendwann Mojitos und alles war gut. Und dann nach dem 4. oder so... War einfach vorbei. Also, nicht mehr mit dem reden. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, das ist dann, ich aber weiß dann auch nichts mehr. Wir haben es ja gesehen, nichts, ne? Wir haben ja auch geguckt. Ja, da war noch gut, das war dann schon so gegen Ende hin, ne, wo ich dann ein bisschen zu tief ins Glas geguckt habe und dann war nur noch Erzählungen der Abend für mich, ne, dann bin ich halt am nächsten Tag aufgewacht. Ich hab getrunken, weil ich gefahren bin, deswegen. Ja. Aber wie fandst du es? Ich fand's mega geil. Ey, also, wir waren auch die ganze Zeit am Shisha-Zelt, sag ich so. Also. Sag ich ehrlich. Das Shisha-Zelt. Wir hatten ein Shisha-Zelt? Ja, klar. Lol. Ja, da standen wir an, da hast du deine Shisha bekommen. Also ich war mir klar, es muss Shisha geben, ich habe das gar nicht wahrgenommen. Doch, es gab, ja klar. Ja. Große da wurde Party. Viel geraucht, also sehr, sehr viele Köpfe. Ja. Ah, du hast früher auch geraucht, ne? Shisha, ja. Gar nicht mehr jetzt? Nee, seit über 4 Jahren jetzt, ja, seit 4 Jahren nicht mehr. Ja, krass. Mhm. Auch nicht mal so Ausnahme, einfach so full? Nee, gar nichts mehr. Crazy. Ja. Also, wenn du mal aufhören willst, sag Bescheid, ich hole dich da raus, ja, ist gar kein Stress. Ich habe schon einigen Leuten geholfen, aufzuhören. Ja, haben wir auch. Aber glaubst du nicht, die Entscheidung muss immer von einem selber kommen? Ja, das funktioniert nur, wenn du auch willst. Also,
Die meisten Leute wollen aber gar nicht aufhören, weißt du? Das stimmt. Das ist das Problem. Also die sagen, ich will aufhören, aber sie wollen es nicht wirklich. Wie kannst du noch jemandem helfen? Das, wenn du aufhören willst, kann ich das mit dir machen, aber ich will jetzt hier nicht einen auf Rauch. Der macht das so mit Hand auflegen. Nee, ich will jetzt keinen ich will jetzt keinen auf Rauchentwöhnungstrainer machen hier, weißt du? Aber jeder, der da Hilfe braucht, ich kann da helfen, ja. Boah, interessant. Insbesondere hier unsere Kunden und Kundinnen, ja. Wenn wir sowieso schon beim Thema Shisha sind, ich weiß nicht, du hattest mir das, glaube ich, erzählt. Stimmt das auch, dass ihr eine Shisha-Bar habt? Bin ich da richtig? Wir haben ein Restaurant, was auch eine Shisha-Bar gleichzeitig ist, ja. Wie kam es dazu? Wir essen gerne. Und Also der Punkt war der, wir haben mal die Spesen angeschaut, was wir eigentlich so ausgeben. Wir haben mies recherchiert, zu schauen, was wir den Kunden eigentlich immer hier zur Verfügung stellen bei den Abendessen, wenn die hier sind auf Events. Und dann kamen wir auf die Idee, dass bei also der Summe... Genau genommen ist Folgendes. Also wir sind ja seit Jahren, gehen wir essen. So, seit Jahren. Und wir haben irgendwann seit 2016 im Prinzip gesagt, komm, wir laden Leute immer ein, wenn wir essen gehen. So, das haben wir schon immer gemacht. Das ist mein normaler Zustand, wie der seit Jahren im Prinzip ist. Wir zahlen immer. Also haben wir auch die Kunden, als wir dann Events angefangen haben zu machen, da waren wir früher 12 Teilnehmer, so 2017, 2018, sind natürlich auch essen gegangen, haben wir alle eingeladen. Und dann waren wir immer in unserem Stammrestaurant. Und die Restaurantleiter kannten uns natürlich dann irgendwann auch, wenn man die ganze Zeit da ist und auch so ein Privatessen geht dort, lernt man sich halt irgendwie auch kennen, logischerweise. Und dann haben wir immer gesagt, ey, was der Stadt fehlt, weil wir kannten das halt aus Dubai, ist so ein geiles Restaurant, wo man auch Shisha rauchen kann und essen, und so geil und also so ein bisschen so einen orientalischen Style auch hat, von dem Essen her. Und dann sagten die immer, ja, das stimmt. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, hatten sie uns dann irgendwann mal, kurz vor Silvester, wurde ich dann angerufen, von einem von den Jungs, und die meinten, die wollen sowas aufmachen, ob wir da Bock hätten mitzumachen, weil wir quasi das uns damit auskennen, und auch da so eine Vision von hatten. Und dann haben wir gesagt, ja klar, warum nicht? Und dann haben wir das halt zusammen gestartet. Genau. Weil, und deswegen gehen wir jetzt halt immer da essen auch, weil es so logischerweise auch schlau ist, ne? Ja. Wenn wir gesagt haben, fließt ein Teil des Geldes wenigstens wieder in die eigene Tasche zurück, so. Ja. That's it. Wir haben auch, aber wie gesagt, die Jungs, die das leiten und managen, die machen nichts anderes den ganzen Tag, außer die Gastro. Die sind halt voll die Gastro-Experten und so, die kennt man auch hier. Und Megatypen, alle voll legalen Jungs. Und, cool. Wir helfen halt beim Marketing mit. Ne? Wir haben auch gesehen, dass, ich glaube, du hast ein neues Auto geholt, oder? Ja, genau, ja. Ja, Cabrio, ja. Stark. Wie kam's? Ja, ich wollte ein Cabrio haben und dann habe ich überlegt, also meine erste Idee war, ich wollte ein Cabrio, dann wusste ich nicht, keine Ahnung, was gibt's für Cabrios und dann habe ich halt 911 Cabrio oder Targa gedacht und dann habe ich mir ein YouTube-Video angeguckt und dann hieß es, dass man beim Targa anhalten muss, um das Dach drauf zu machen und beim anderen kann man das beim Fahren machen bis 50 km/h und dann fand ich das als intelligent, dann das Cabrio zu wählen. Ihr hatet aber auch low-key ein bisschen so Lambo und Ferrari, haben wir letztes Mal schon rausgehört, oder? Ja, auf jeden Fall, warum? Also Ferrari jetzt nicht unbedingt, aber Lambo schon. Ja. Wegen hier, kommen in die Gruppe Leuten halt. Ja, genau. Trotzig, komischen, diesen Ads, die es da gibt. Das ist aber der einzige Grund, also ist einer ein Humble, weil er fashionmäßig Humble oder das Fahrrad, kann er sich gerne holen. Es gab so Online-Marketer, die haben halt, sag ich mal, die Automarke relativ in den Dreck abgewertet. Ja, durch Assoziation sozusagen abgewertet. So pauschal an sich, die Autos. Lambo habe ich auch schon drin gesessen, haben jetzt nicht so Ferrari gefallen. Haben. Ja. Ferrari ist schon eher was, weil wir haben auch ein paar Kumpels, die haben auch mehrere Ferraris. Und die sind an sich schon cool, aber wird mal kommen. Ja. Ist halt, sag ich mal, man assoziierte halt eher so ein bisschen dieses Prollhafte damit und das ist ja nicht unsere Art, weißt du, wir sind ja das passt ja gar nicht zu uns. Ich wollte noch einmal eine Sache wegen der Party fragen. Ich weiß nicht, ich werde das wahrscheinlich nicht beantworten, aber ich muss es trotzdem versuchen. Wie viel kostet es, eine Party für 800 Leute in einem Schloss zu schmeißen mit Free Essen, Free Drinks, Free Shisha, alles dabei? Ja, was schätzt du denn? Ja, scheiße. Das Spiel haben wir schon auf der Party gespielt, weißt du es noch? Wir standen auf der Party. Ich glaube, Andreas hat uns einmal einen Tipp gegeben, der hat irgendwie irgendwas mit Hauspreis gesagt, oder Markus, einer von beiden hat, glaube ich, irgendwie so eine... Ja, man könnte schon Immobilie davon erwerben, das stimmt. Ja. Also, war auf jeden Fall teuer. Muss man auch nicht jetzt jeden Sommer machen, ne? Ja, gut, das schon. War schon pricey, ja. Ein paar hunderttausend Euro hat es schon gekostet. Okay. Aber ich würde sagen, das war es wert, oder? Also. Ja, klar. Also, wenn du jemanden. Kundenbindung ist da. Also, stell dir vor, Marius, einfach nur kurz, versuch dich in die Situation hineinzuversetzen. Stell dir vor, du hättest eine Party geschmissen, die mehrere hunderttausend Euro gekostet hat. Und dann fragt dich einer, ob es wert gewesen ist. Was würdest du antworten? Besser ja. Du würdest alles tun, um dir selber zu verkaufen. Ja, ist das eine gute Entscheidung gewesen? Lieber ja. Nee, aber das Problem ist, man kann es nicht richtig messen, wahrscheinlich. Ne? Du weißt ja nie, was abgeht, aber ich sag mal, Kundenbindung ist da.
die Leute schon feiern das, das schon. Waren ja nur Kunden vor Ort, ne? Genau. Und so stimmt, hier entfernte Bekannte hier. Ja. Entfernte. Ja. Jungs wie ihr, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, den richtigen Podcast gedreht genau haben. Und dann uns reingewieselt haben, irgendwie zwischen die ganzen Kunden. Naja. Wie fandet ihr denn so die Kunden, die ihr getroffen habt? Genau. Die noch? Mega korrekt alle. Also wir haben auch, wir wurden auch, ja, nicht um hier zu braggen, ja, aber wir wurden zwei, dreimal erkannt auch tatsächlich von Leuten. Und krass, dann war einer, ein Kollege war die ganze Zeit, der hatte uns erkannt, der war die ganze Zeit mit uns. Was hat der nochmal gemacht? Weißt du das noch? Also businessmäßig. Der hat uns auch erzählt, dass der bei euch halt Kunde war. Der hatte auch irgendwie einen. Ach, die beiden Jüngeren? Ja, ja. E-Commerce, ich weiß nicht mehr. Einfach nur E-Commerce. Aber der war zum Beispiel der übel korrekter Typ, der war die ganze Zeit mit uns, so hat mit uns den Abend gechillt. Also da war jetzt keine Person, wo ich sage, die habe ich jetzt kennengelernt und das war jetzt irgendwie ein Arschloch. Ich glaube, was er meint, ja. Also so, ne? Mhm. Das schon, das schon. Ja, unsere Kunden sind alle richtig cool. Also die sind alle, die geben Gas. Kann man bei euch sagen, so, was das Durchschnittsalter ist? Oder ist das alles gut? Ja, Frage. Lustigerweise denken halt viele, dass wir eher so jüngere Kunden haben, aber also alles quasi 30 plus. So Durchschnitt. Du musst halt dran denken, wenn du so Events machst, wer kann denn gut reisen? Weißt du, wenn Leute halt schon älter sind, Familie haben, Kinder haben und so weiter, dann kommen die auch, wenn sie wollen, nicht unbedingt auf eine Party oder nicht jedes Samstags-Event hier oder unter der Woche Events und so weiter mit. Also hast du nicht immer so, dass die ältere Zielgruppe so häufig jetzt vor Ort ist und im Office vorbeikommt, um Videos zu drehen und so, aber das ist schon eher zwischen, im Schnitt wirklich so zwischen 30 bis 40. Aber natürlich haben wir auch sehr viele Junge, die halt sehr viel Gas geben, die auch dann teilweise, weil sie weniger Mindset-Probleme haben auch teilweise, einfach schneller erfolgreich werden und auch mehr Case-Studies vor der Kamera sind. Mhm. Aber das ist total durchwachsen, ehrlich gesagt. Also, das ist natürlich auch irgendwie, das bringt natürlich auch was, die jüngeren Leute zu zeigen. Ne? Naja, zum Beispiel, wir schalten ja eigentlich bezahlte Werbung größtenteils ab 27 aufwärts, die Ads. Also wir wollen ja auch nicht jetzt irgendwie jeden Anfang Mitte 20 da haben. Aber die kriegen wir halt auch, weil du kannst ja nicht bei YouTube jetzt aussteuern, wer die Videos guckt zum Beispiel. Ja, das kannst du nicht kontrollieren. Ich habe sowieso das Gefühl, gerade jetzt in der Generation und sowas, die ein bisschen jetzt hinterherkommt und so, dass diese Ambition, mehr Geld zu verdienen, auch ein bisschen höher auf jeden Fall da ist. Du musst ja auch mehr Geld verdienen. Also, ja, achso. Ja, aber ich sag selbstständig Geld zu verdienen und auch vielleicht überdurchschnittlich viel Geld zu verdienen. Weil, Mindset auch so, meinst du? Ne? Ja, ja, genau. Wenn er so ein TikTok Andreas Baulig seit 2 Jahren durchtherapiert, seine Wahrheiten rausspittet in Reels, ne? Und das sieht dann so ein Jüngerer, dann ja, das ist schon, macht er sich seine Gedanken. Ja, klar. Weapons of Mass Influence ist das schon, ja. Wir haben eine Frage, die war richtig interessant, die haben wir letztes Mal gar nicht gestellt. Und zwar, ihr habt ja verschiedene Einnahmequellen, also von Coaching über Buch, über Immobilien, schieß mich tot. Gibt es für euch nicht, was die vielleicht die meiste, was das meiste einbringt, sondern was eure Lieblingseinnahmequelle ist? Also ich feiere momentan halt das Software-Thema. Es ist auch keine Einnahmequelle, weil das halt alle sehr, sehr strategische, langfristige Sachen sind. Ne? Mhm. Also ich feiere momentan, dass die Software zum Beispiel, wir haben Learning-Suite.io und Umsatz.io, finde ich sehr, sehr cool, weil es halt ein ganz anderes Business ist zum Beispiel, weil das nicht von unserem Fulfillment 1:1 abhängt, was wir jetzt vor der Kamera machen. Ja. Ich mache zwar Marketing natürlich für Umsatz.io, mache ich halt YouTube-Videos und so weiter und das Ganze wird auch immer größer und immer cooler. Aber das ist halt ein ganz anderes Modell, weil du halt einfach so ein dauerhaftes Abo-Modell da zum Beispiel hast. Ne? So, und die Kunden bleiben ja auch bei den Tools, weil die geil sind und das ist halt ein ganz anderes, langfristigeres Business. Die Beträge, um die es da geht, sind jetzt noch nicht so relevant für uns. Die sind zwar auch in beiden Fällen siebenstellig oder mehrfach siebenstellig, aber es ist jetzt halt, okay, es ist halt einfach nicht mehr so viel Geld. Ne? Also, aber im Prinzip, klar, unsere Haupteinnahmequelle ist halt das Consulting und es wird auch so bleiben, weil das wächst ja auch die ganze Zeit weiter. Es ist auch sehr, sehr schwierig, von der absoluten Summe einzuholen, aber ich feiere es halt viel mehr, wenn zum Beispiel am Wochenende irgendwie über die Webseite, zum Beispiel eben kamen wir 2 Sales bei Umsatz.io, wenn die reinkommen und das ist eine kleine vierstellige Summe, fahre ich einfach trotzdem, weil ich einfach dafür nichts habe machen müssen. Oder musste keiner ein Telefon für die Hand nehmen oder sowas. Ja. Läuft automatisch oder Sachen werden weiterempfohlen. Und das ist einfach ein anderer Hebel. Ne? Plus Software ist ein sehr, sehr langfristiges Business, wo du erstmal auch Geld reinbutterst. Also keiner soll jetzt denken, Software ist super geil, lukrativ und dann wirst du jetzt super schnell rich und so. Aber es hat langfristig sehr, sehr viel Wert, weil es halt schwierig ist, das Ganze zu bauen. Und dementsprechend feiere ich das halt jetzt momentan sehr. Ne? Auch die Business.de-Sachen feiere ich auch, wenn Leute sich auch da über die Website jetzt einen Kurs kaufen oder sich eine Präsentation anschauen und danach einen Kurs holen, weil es auch so eine Sache ist, da habe ich einmal sehr viel Zeit reingesteckt, das verzinst sich jetzt von selbst, diese Trainings. Ne? Auch hier
logischerweise eine mittlere siebenstellige Summe. Letztes Jahr schon bei business.de geflossen, ist auch sehr, sehr cool. Schmeckt, heutzutage sagt. Aber am Ende des Tages ist es alles noch zu vernachlässigen im großen Ganzen. Und Immobilien, um der Form halber zu sagen, ist ja auch sowieso, das ist ja kein Cashflow-Game, das ist ja ein langfristiges Spiel, wo du über den Hebel von Krediten über 20, 30 Jahre halt irgendwie Geld vermehrst. Es gibt noch ein paar andere Companies, die sind aber auch so Cashflow-mäßige Agenturen und so weiter, die sind auch cool. Aber ja, das haben wir ja noch nie Geld rausgezogen. Das wandert ja alles nur in die Holding hoch, sammelt sich da, wird dann wieder in Immobilien gepackt und so weiter und so fort. Also wir leben von unseren Geschäftsführergehältern großteils. Wie ist bei dir? Also hast du eine Lieblingseinnahmequelle? Die Spotify-Einnahmen von Yachtmaster. AdSense und YouTube. Nee, keine Ahnung, Lieblingseinkommensquelle. Hab ich jetzt noch nie so drüber nachgedacht. Das ist ja eigentlich eine Einkommensquelle. Unser Fokus ist ja eher so, einfach geile Sachen zu machen halt. Entweder coole Coaching-Programme zu entwickeln bei uns, bei Bauli Consulting oder die Softwares voranzutreiben. Und die Softwareprodukte geiler zu machen und wenn die Leute dann die Sachen feiern, das erfüllt mich jetzt mehr, als jetzt zu sagen, boah, ich habe da jetzt so viel mit verdient. Das lässt sich halt leicht sagen in meiner Position, weil wir halt diese Schwelle so überschritten haben, dass man sagt, okay, ich bin jetzt voll in Geldnot. Ja, das ist ja ganz normal, dass viele so ein Business starten, weil sie sagen, hey, ich will Geld verdienen. Ja, klar, das war bei uns auch nicht anders. So, wenn du kein Geld hast in dem Sinne, dann reicht es auch aus, um zu sagen, hey, ich starte jetzt ein Business, weil meine Ambition ist auch damit, was zu verdienen. So, aber wenn du halt irgendwann dieses Level erreichst, was Andreas auch vorhin, was wir angesprochen haben, wenn du so 500.000 Euro im Monat umsetzt, sehr, sehr viel bei dir hängen bleibt, du im Grunde reisen kannst, wohin du willst, Urlaub machen kannst, wohin du willst, dir Spielzeug quasi kaufen kannst in Form von Autos, Uhren, whatever, wohin du willst, wohnen kannst, wo du willst, die Möbel reinpacken, die du willst, ja. Wenn du das alles hast, dann hast du ja alles quasi deine Needs, die du irgendwie im materialistischen Sinne haben kannst, irgendwo gedeckt. So. Dann geht es nur noch später darum, okay, jetzt habe ich hier diese Uhr, aber davon gibt es auch noch eine 50-Years-Version, damit könnte ich mich noch geiler fühlen, wenn ich die jetzt auch noch hätte. Oder die ist jetzt mit schwarzem Ziffernblatt, aber ich brauche die jetzt mit dem blauen Ziffernblatt. So, das ist halt einfach nur so Spielerei und ein anderes Ding. Oder wie bei Porsche 911, ja, da gibt es ja unterschiedliche Varianten. Kannst du dir das normale holen und dann holst du dir irgendwie GTS oder dann brauchst du wieder eine Sonderedition oder eine Sonderfarbe. Aber das juckt eigentlich. Das ist eigentlich alles, also ich bin selber so, dass mich das alles nicht juckt, ehrlich gesagt. So, ich kaufe Sachen trotzdem. Aber, nicht, weil ich jetzt sage, ich brauche das, um glücklich zu sein. Das ist voll weird. Wir posten irgendwas und dann schreibt mir einer, ich mache so eine Story draußen vom Hof oder so, so als Joke, und dann schreibt irgendwie einer so, keine Ahnung, warum kein GTS? Ja, genau. Ich weiß nicht einmal, was er mich fragt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ja, ist das ein Porsche 911. So, du kannst jetzt einen Mentaldorf runterholen, ob da 100 PS mehr oder weniger drin sind, weil du hast gar keinen. Ja. Und am Ende des Tages spielt es keine Rolle, weil du sowieso das Ding nicht ausfahren kannst. Und auf dem Nürburgring fährt auch keiner von uns. Also, who gives a fuck? Ja. Das ist halt genau wirklich das sinnlos. Weil ich hab auch so Nachrichten gekriegt, also, ja, warum dieses Modell? Und ich habe einfach Markus zu broke wäre, sich das Richtige zu holen. Ich war einfach nicht so schnell da. Ich habe meinen Porsche-Händler gefragt, ich will ein Cabrio. Und es soll aber auch noch so maximal komfortabel sein innen. Weil ich halt auch Komfort mag, ne, wenn ich fahre. Ja. Und deswegen wäre ja dann besser kein Turbo zum Beispiel. Ich so, okay. Zeig. Und dann wirst du bei Instagram gefrontet. Boah, was du kein Turbo hast. Ich sage, ja, ich bin so ein Opfer, ich bin so ein Brocky. Also er sitzt so in Berlin-Marzahn, so von der Ecke, so lost. Aber du hast ja auch gesagt, dass es wichtig ist, dass du lebst und dass du auch Sachen einfach wieder ausgibst. Ja, natürlich. Ist doch geil auch. Natürlich. Ey, ich sag dir, das ist gut, wenn du ein zweites Auto hast, weil dann, ich fahre mit 911, ich denke, eine geile Karre und dann setze ich mich in die S-Klasse und denke mir auch wieder, boah, geile Karre. Ja. Weil der Wechsel ist gut. Also würdest du sagen, die meisten leben vielleicht zu konservativ und gucken nur auf die Zahlen, dass sie nichts ausgeben und möglichst viel sparen. Es gibt halt auch diese, zum Beispiel diese ganzen Immopreneure, die sich immer so geil finden. Ja, Immopreneure sind so lustig. Und so krass Immobilienvermögen und hier, ich habe hier Steuern gespart, weil ich habe jetzt hier irgendwie so eine Sondersteuerkonstruktion geholt und das noch mit der Bank noch irgendwie noch so ein Fördermittel-Ding ins Trippel gedribbelt und so. was ist los mit dir, Mann? Ja. So, und dann sitzt er da vor dir, keine Ahnung, mit der Apple Watch und du fragst ihn, wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht? Ja, vor 3 Jahren. Und ja, cool. Aber Hauptsache, du bist Immobilien-Multimillionär. Da habe ich keinen Bock drauf, Mann. Wenn ihr Millionär werden wollt, dann müsst ihr so richtig Baulex-Style-Millionär werden, wo ihr einfach fuck you Money habt und machen könnt, was ihr wollt, wie ihr das wollt, zu euren eigenen
zu euren eigenen Bedingungen. Aber ja. ihr habt es ja auch nicht dumm gemacht. Ihr habt es ja nicht am Anfang schon gemacht, wo als ihr es aufgebaut habt, oder? Da habt ihr auch eher noch konservativ gelebt, oder? Wir leben jetzt immer noch konservativ. Immer noch konservativ, das checkt keiner. Wir sind sehr konservativ für die Mittel, die wir haben. Ich hab doch nur ein 4S. Ja, stimmt. Der hat ja nicht gereicht für den Turbo. True. Weißt du? Das ist ja das Problem. Der Markus wohnt sogar zur Miete. Ja, ich wohne zur Miete. Ja, der ist auch. Ja. Geil. Das ist konservativ. Konservativ, Mann. Ja, um nochmal auf das letzte Jahr auch vielleicht so ein bisschen zurück zu Also man gehen. Kann auch übrigens nur wirklich so, also man muss irgendwo ein bisschen so die Kontrolle behalten können, ne? Man darf, wenn du anfängst, irgendwie das rauszuhauen, die Kohle, dann kannst du dich halt schnell in eine Schieflage bringen. Ja. Weil du irgendwas falsch planst und so weiter. Und wir sind sehr, sehr, sehr konservativ und sehr, sehr vorsichtig bei allem, was wir machen. Gerald Hörhan, dieser Investmentpunk, dem habe ich ja immer erzählt euch, der sagt zum Beispiel, wir wären viel konservativer als er. Und er ist schon bekannt dafür, dass er keinerlei Risiko eingehen will und so. Ne? Der hat zu mir gesagt, hey, ihr seid noch konservativer als ihr müsst mal ein bisschen mehr machen mit Krypto und so. Haben wir auch nicht, weißt du? Ihr seid gar nicht in Krypto drin, ne? Gerald, mega geiler Typ. Also wir arbeiten schon mit ihm zusammen seit fast 2 Jahren jetzt. Krass. Ja, genau, ja. Um aufs letzte Jahr nochmal zurückzukommen, ist die Party auch so das Highlight eures Jahres gewesen oder der größte Erfolg eures Jahres oder kommt da irgendwie. Ich hab dich wieder vergessen, ehrlich gesagt. Ich hab wirklich komplett gar nicht dran gedacht. Ich hab überlegt, so, wir haben ja keinen Jahresrückblick gemacht oder so, ich hätte das wieder vergessen. Genau, so. Ja. Also, ja, ich hab. Es passiert ja immer so viel. Wir leben ja auch immer in der nächsten Kampagne, weißt du? Also, wir machen ja immer irgendwas. Und zum Zeitpunkt, wo das released wird, haben wir schon wieder das nächste in der Mache. Und dann vergisst man die. Ja, wenn wir jetzt irgendwie so eine neue Video-Marketing-Kampagne droppen oder so, dann ist ja schon seit 3 Wochen fertig oder seit 4 Wochen schon gedreht oder seit 5 Wochen durch. Oder wenn ich jetzt irgendwie einen Rap-Song hätte, ich habe jetzt keinen aktuellen in der Mache so, aber wenn ich einen gemacht habe. Wir haben einen fertig, den können wir nicht releasen, weil ABBA uns die Rechte nicht gibt. Das kann ja der schon mal sagen. Also, schade, das wäre ein Hammer, das wäre ein Burner gewesen. Aber das geht leider jetzt so nicht. Müssen wir schauen, was wir damit machen. Aber dann sind so Songs, sind ja auch schon fertig seit 6, 8 Wochen. Da bist du ganz mental woanders wieder. Und das ist dann immer so ein bisschen so ein Ding. Du bist immer in der nächsten Kampagne am Denken. Ne? So richtig gemerkt, was letztes Jahr war, habe ich, wo ich dieses Reel gepostet habe, meine Freundin hat das erstellt, mit so einem Rückblick von 2023. Kennst du ja dieses? Ja, klar. Dieser Trend. Diese Reels, wie sagen die immer? Was sagt der immer? And now, this is, we end the season. Ach so, the 2023 season comes to an end. Da habe ich gesehen, was wir eigentlich alles gemacht haben. Es 11-mal Urlaub war oder so. 12-mal. 12-mal. 12-mal im Urlaub war, nicht schlecht. Aber da war noch ein Spontaner im Dezember dann drin. Aber hat man da noch genug irgendwie Zeit zu reflektieren? Also irgendwie, wie weit man gekommen ist oder was so alles passiert ist? Weil wenn du immer direkt du musst demütig, einfach allgemein demütig sein für den Erfolg, den du hast. Kannst du happy sein, dass du überhaupt gesund bist zum Beispiel, ja? Das stimmt. Das muss man einfach, die meisten Leute machen sich das gar nicht bewusst, wie gut es ihnen geht, vor allem auch jetzt hier in Deutschland, die heulen dann rum, oh, ich kann nichts machen, ich habe keine Möglichkeiten. Ey, alleine, dass du in Deutschland lebst, ist schon so ein Geschenk für dich, das ist denen gar nicht klar. So, es gibt Menschen, denen geht es viel, viel schlechter und da haben die gar keinen Blick für. Safe, und wenn du den aber verlierst und wenn du das nicht klar machst, auch wir, ich wertschätze jeden einzelnen Kunden, der bei uns was kauft, ob jemand ein Buch bestellt, bin ich dankbar dafür, ich freue mich, dass er sich dieses Buch durchliest. Wenn mir Leute schreiben, ich antworte denen bei Instagram, ich ignoriere keinen einzigen, weil ich einfach weiß, hey, jeder einzelne Kunde, auch wenn das jetzt 6,50 Euro sind, ein Buchverkauf, ja, und wir 38 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht haben, zum Beispiel letztes Jahr, so, ey, der ist ein Mensch, der uns vertraut hat, der dieses Buch sich reinzieht, was ich geschrieben habe, oder die Bücher von Andreas, die er geschrieben hat, da muss man einfach sich das vor Augen führen, wie geil das einfach ist. Oder wenn man sich einfach vor Augen führt, ein YouTube-Video, dass wir releasen und das hat 2000 Aufrufe. Da sind 2000 Menschen, die sich das anschauen. Hab ich das angeguckt, ja. So, oder bei euch, ihr habt ja auch da irgendwie 6000, 10.000 Views auf Videos teilweise. Das ist total viel. Das stimmt. Und das ist einem dann nicht bewusst. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, du hast nur 6000 Views. True, ja. Also what the fuck, Alter, das sind 6000 Menschen, die sich das angucken. Da haben wir auch letztens drüber nachgedacht, weil muss ich gerade dann denken, wo wir im Stadion waren. Das ist ja auch gleiches Prinzip, ne? Also 15, wir waren im Stadion, 20.000 genau. Ja, genau. Und dann haben 15, 20 und dann realisiert man erstmal, wir haben Videos auf TikTok teilweise auch, die haben irgendwie 1 Million oder so. Und wenn man sich dann überlegt, wie viele Stadien das eigentlich sind, die Leute, die sich das angeguckt haben, das ist ja komplett geisteskrank einfach. Oder du machst so, wir drehen so letztens so Reels so ein bisschen über Instagram. So ein bisschen also 7 Sekunden hat er sein Auto bekommen, sag ich, ey, was machst du beruflich? Das war komplett unabgesprochen. Er sagt so spontan, ich bin baulig, einfach so als Job. Ich lade das dann random hoch. Ich denke mir so, nichts dabei. Jetzt hat es, glaube ich, 1,3 Millionen Aufrufe in 2 Wochen oder so. Ja.
Und guck, wie viele, du musst das, also 7 Sekunden mal 1,3 Millionen Views, wie viel, ja, viel Lebenszeit von mehr der Menschheit da verbrannt wurden auf dieses Video einfach. Das ist gottlos. Das muss man sich halt vor Augen führen, weißt du? Was? Und da muss man auch dankbar sein, ja, und das einfach immer sich vor Augen führen, damit man nicht durch, also damit man einfach nicht durchspielt. Also das ist halt für mich diese Reflexion, das ist einfach immer wieder bewusst zu machen. Mhm. Deswegen, ich heule auch nicht rum irgendwie, wenn ich mal einen harten Tag habe, so, ey, ganz ehrlich, jo, wir haben so ein Glück, dass wir das machen können, was wir machen, mit so coolen Leuten arbeiten, ihr habt sie ja kennengelernt bei der Party, ja, und so, ja, Kunden und Kundinnen und so. Auf der anderen Seite arbeitest du auch so viel. Also ja, normal, so, aber das weiß ja keiner, der uns online zuschaut. Die sagen ja einfach, ja, nur so, ja, hier, wieso machen die beiden 38 Millionen so unsympathisch und was weiß ich. Ja. Wir wissen ja nicht, welche Arbeit dahinter gesteckt hat oder was wir alles dafür gemacht haben. So, ne? Das ist eine gute Frage im Zusammenhang, weil wir haben uns hier auch tatsächlich aufgeschrieben, wie viele Stunden in der Woche arbeitet ihr denn aktuell wirklich noch? Alle. Das ist eine gute Antwort, das ist eine kleine Antwort. Nee, also, ja, also, keine Ahnung, bei mir geht's so los, ich bin meistens so um 10 Uhr hier, bleib meistens bis um 6 Uhr, manchmal 7, dann fahr ich heim. Ja. Okay. Und dann am Wochenende nur, wenn was anliegt, wie jetzt haben wir heute Samstag. Ich seid ja spontan hier am Samstag, ja, eigentlich wollte ich ja gestern, glaube ich, kommen, ne? Und dann sind wir jetzt auch gerade hier, wir werden jetzt 3 Stunden werden wir hier sein, 3-4 Stunden vielleicht max. Aber in der Regel Wochenende. Aber am Wochenende ist normalerweise frei. Oder okay, ist halt ein Event am Wochenende. Aber es ist, die Übergänge sind halt fließend zwischen Arbeit und, ja, Chillen und so. Also das, ne? was man halt schwierig nachvollziehen kann, wenn man jetzt so selbst zum Beispiel angestellt ist oder selbst irgendwie selbstständig ist und jetzt noch keine Mitarbeiter hat, ist, dass man halt denkt, jede Stunde, die du arbeitest, ist deine Arbeitszeit. Wenn du halt, wie wir jetzt zum Beispiel bei Baulig Consulting, einfach 65 Mitarbeiter hast, jo, und ich habe eine Idee, kann ich diese Idee realisieren, ohne dass ich ins Büro gehe, jo, ja, zum Beispiel. Ja, okay, ne? Das heißt, ich denke eigentlich die ganze Zeit immer wieder so über alles, was wir machen, nach. Also jetzt nicht nur Baulig Consulting, auch unsere anderen Unternehmen und so. Aber faktisch selbst produktiv arbeiten, wo ich jetzt sage, ich gehe jetzt ins Büro, genau, ist auch wie ich, bei, ja, jedem anderen eigentlich, wie so ein normaler Job, eigentlich, aber das Drumherum halt, ne? Das ist halt so ein bisschen der Unterschied da. Ja. Aber das ist halt jetzt, und die Leute fragen immer, wie war es dann beim Aufbau? Das ist immer das Spannende. Ja, beim Aufbau war es genauso wie bei jedem anderen, ja? Also die Leads, die Interessenten, die werden nicht von selbst angerufen, so, musst du selbst machen, musst du hingehen, die Nummer wählen, callen, sprechen. Ich habe tausende Verkaufsgespräche geführt, ich habe mit zehntausenden Menschen mich connected in den letzten 8 Jahren. Ja, also du warst in einem Jahr auf jedem Event drauf. In einem Jahr, ja, war ich jedem Wochenende auf jedem, ja, relevanten Business-Event, was es gegeben hat. So, ob da 1000 Leute waren oder 300 Leute oder 30 Leute, bin ich hingegangen. Da war er disconnected, in welcher Stadt er bei, wusste gar nicht, wo ich aufhörte. Ich hatte eine Situation, wo ich morgens, da war ich morgens bei einem Kunden von uns, der so eine sehr, sehr große Schönheitsklinik hat, an der Grenze zur Schweiz. Und dann weiß ich noch, da musste ich richtig früh morgens aufstehen zum Flughafen, weil ich dann mit dem Flughafen irgendwie nach Frankfurt geflogen bin. Und dann bin ich irgendwie wieder eingepennt und ich wach einfach so im Flugzeug auf und war so für eine Sekunde, anderthalb Sekunden wusste ich gar nicht, wo ich bin. Ich dachte mir so, Alter, warum bin ich in einem Flugzeug? weißt du, bist so, ich habe so um 4 Uhr morgens mich ins Auto zum Flughafen, dann irgendwie geflogen und dann so im Flugzeug war ich dann nochmal auf und denke so, what the fuck, wo bin ich gerade? So, und dann so, ah ja, ich fliege ja gerade irgendwie. Oder ich war am Flughafen so und wusste gar nicht, in welcher Stadt ich gerade bin. Ich habe nicht gewusst, ob ich gerade am Münchner Flughafen war oder ob ich gerade an irgendeinem anderen Flughafen in einer anderen Stadt gewesen bin, weil ich so verwirrt war, weil ich gar nicht mehr wusste, wo bin ich gerade. Das war echt lost. Der war echt unterwegs. Ich war wirklich, weil das war halt auch alles von meinem Mitarbeitern dann durchgeplant. Ne? Ja, ich bin halt, gar nichts mehr. Ich bin mit dem Auto hin, hab dann Business Parking, Flug genommen, dann bin ich da gewesen. Dann war ich bei dem Event, Hotel, alles schon vorher organisiert. Ich habe das dann nicht mehr selbst gebucht und so. Ich kriege immer so eine Mappe mit so einem Briefing. Ja. Wo gehst du heute hin? Wo sind Shisha-Bars, die gut sind? Da gibt es richtige Locations drauf. Also es ist kein Joke. Ich habe eben eine Nachricht von dem Kollegen gekriegt. Der hat mir geschrieben, kannst du bitte Montag mit der S-Klasse kommen, damit wir das Auto vorbereiten können. Für die Reise so. Weil ich am Dienstag wieder weg bin. Seid ihr denn lieber viel unterwegs oder lieber einfach am Arbeiten im Office? Ich bin gerne unterwegs, weil ich auch immer darauf achte, dass ich natürlich möglichst gute Lokalitäten auswähle, an denen ich mich dann auch aufhalte. Also immer irgendwelche coolen Hotels und so. Aber wenn du zum Beispiel 3-4 Wochen am Stück irgendwie immer, ich bin dann mal eine Woche da oder 9 Tage da und dann wieder nochmal, dann bin ich richtig froh, wenn ich auch zu Hause bin. Mhm. Weißt du? Also dann feiere ich das ultra ab, wenn ich einfach zu Hause bin, mich auf die Couch chillen kann und dann so Trash-TV gucken oder eine geile Serie oder so.
Ja. Das ist dann auch mega geil. Ich mache 2-3 Mal im Jahr maximal Urlaub oder so. Ich bin da nicht. Ich brauche diese Erholungsphasen von Markus nicht. Der Markus nicht arbeitet aber härter als ich. Ja, aber mehr Stress als der. Markus hat mehr Stress. Das ist der operative Geschäftsführer. Ja. Verstehe. Was wir total interessant fanden noch, war die Frage, wenn ihr jetzt am Ende eures Lebens zurückschaut auf euer Leben, wovon würdet ihr es abhängig machen, ob euer Leben erfüllt war und erfolgreich war und einfach das, was ihr leben wolltet? Würde ich sagen, es wäre jetzt schon passiert. Also würde ich jetzt schon sagen, war gut. War geil. Also. Wovon würde ich es abhängig machen dann? Boah, wenn du jeden Tag Impact. Einfach, wenn du Spaß hast bei dem, was du machst, wenn du gut, also du hast nicht jeden Tag deines Lebens, ist der geilste Tag deines Lebens. Klar. Aber wenn du von 30 Tagen im Monat an 28 Tagen denkst, Alter, mein Leben ist nice und geil, und an 2 Tagen denkst du so, okay, der Tag war nicht so geil oder einer war vielleicht sogar ein richtiges Desaster, so, dann ist das doch geil. Bei mir wäre es eher so, wem wird es halt auffallen, wenn du weg wärst? So, das wird genug Leuten auffallen. Also genug Leute hätten da voll die Probleme. Das weiß ich einfach so, wenn wir unseren Job nicht machen würden. Ja, das auch, aber in 150 Jahren weiß es juckt eh keinen mehr. Da ist keiner mehr hier, keiner weiß mehr, wer wir sind, so. Keiner weiß, was wir gemacht haben. Aber es gab halt Impact für genügend Leute, was bedeutet. Aber du hast zu Lebzeiten einfach Leuten einen positiven Impact gehabt. So, wir haben einfach tausende Menschen zu unfassbar geholfen, ihre finanziellen Sachen in den Griff zu kriegen, mit ihrem Business, das zum Florieren zu bringen. Da kann man einfach zufrieden sein, so, weißt du? Auf jeden Fall. Safe. Ihr habt ja auch gesagt, ihr arbeitet am Wochenende meistens nicht, außer jetzt vielleicht sowas wie heute oder sowas. Es gibt aber natürlich viele Leute da draußen, die angestellt sind und dann diese Mentalität haben mit diesem, ich arbeite die Woche lang, nur um zum Wochenende zu kommen. Und das Wochenende ist so ein bisschen das Highlight. Und genau, und ich schaffe es immer nur bis zum Wochenende. Wochenende ist auch mein Highlight. Also, wenn ich am Wochenende dann nicht arbeiten muss oder keinen Live-Call habe, ist es auch mein Highlight. Also, das ist ja mittlerweile sehr 9-to-5-lastig hier. Ne? Ja. Aber früher war es halt so, da habe ich am Wochenende halt gearbeitet, neben dem Hauptjob. Habe das halt noch hochgezogen, die erste Iteration der Selbstständigkeit damals. Es gibt so eine bei so Leuten, die Business starten, gibt es so eine grundlegende Verachtung gegenüber dem Angestelltentum. Das ist halt voller Schwachsinn. Das stimmt. Ja. Weil erstens, jeder Einzelne, der selbstständig ist, war meist vorher auch irgendwann mal angestellt. Der hat halt einfach einen Job gehabt, der ihm nicht so viel Spaß gemacht hat. Vielleicht auch Chefs gehabt, die ihn getriezt haben oder sie getriezt haben. Ja. Und sagt deswegen, okay, ich will mich jetzt unbedingt selbstständig machen. Oder sie haben irgendwas, was sie machen wollen und dafür gibt es einfach keinen Job. Es gibt ja manche Berufe, die kannst du nur als Selbstständiger im Grunde ausüben. So. Und dann machen die sich halt selbstständig und schauen dann so herab auf diese Angestellten. Das stimmt. Aber wenn du selbst, wie wir, ja, wir haben eine Firmengruppe, da arbeiten über 120 Leute Vollzeit. Jo. So. Und ich schätze jeden Einzelnen von denen mega. So. Und die Leute haben auch einen Job, den die gerne machen, wo die Spaß dran haben. Ja. Was ist daran schlimm? Da ist gar nichts schlimm dran. Und es ist außerdem voll geil, wenn man, also ich habe das zu unser Bruder war ja früher Lehrer, ich habe dem gesagt, ich kann mir das nicht mal mehr vorstellen, 6 Wochen am Stück, Sommerferien. Freizeit. Ich wüsste gar nicht, ich kann mir das nicht mal mehr vorstellen, weil wir halt durch und durch Unternehmer sind und mir wäre dann einfach langweilig, weil ich will Probleme lösen, ich will Aufgaben bewältigen, ich will das ja machen, mir macht das ja Spaß so, aber ich habe auch gerne mal einen Sonntag nix, genauso wie der andere. Aber wenn du ein Business aufbauen willst, dann ist es halt schwierig zu sagen, ich will am Wochenende nichts machen. Man muss halt wissen, okay, was ist notwendig, um in eine gewisse Position zu kommen. So, und wenn du ein Geschäft aufbaust, ein Business aufbaust, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Wochenenden machen solltest, irgendwelche Geburtstage von Leuten besuchst, feiern gehst und Party machst, halt eher schwierig und nicht damit vereinbar beim Aufbau, während wenn du es dann aufgebaut ist, natürlich mehr solche Sachen machen. Wobei so ein Business-Aufbau ja auch wie so ein Hobby ist. Ne? Du fängst erstmal an, das nebenbei zu machen, du machst noch keine Kohle mit, das ist ja dann eh dein Hobby, was du hast. Ne? Andere gehen dann, keine Ahnung, Fußball spielen und du sitzt halt, brauchst deine Landeseite oder so. Das ist halt dasselbe Hobby im Prinzip. Ja. Nur eins davon bezahlt hat besser. Aber was ich halt nicht mag, ist diese Verachtung gegenüber 9 to 5. Ja, das ist Quatsch. Das halt stimmt, da hast du recht, das ist auf jeden Fall. Das ist ein Mindset-Problem, weil du denkst dann nämlich, okay, ich selbst verachte jetzt diese Situation. Das heißt, ich möchte selber keine Angestellten, weil ich denen nichts Böses tun will, wenn ich denen einen Job gebe. Verstehst du, die Leute bleiben dann immer so Solo-Selbstständige, die so mit Freelancern arbeiten und dann irgendwas auf die Kette kriegen. Ja. Also davon damit gar nicht erst anfangen mit dem Film oder am besten damit ablegen, was ja wirklich Quatsch ist. Was würdet ihr sagen, ab wann sollte man Festangestellte haben bei sich in der Firma? So schnell es geht. Soweit man die sich leisten kann. Das wäre meistens ab wann? Also im Grunde, wenn du so ein Dienstleistungsbusiness hast. 15.000 im Monat aufwärts geht's los. 15.000 Euro, je nachdem. Weil du willst halt sofort jemanden haben, der sich halt um Sachen kümmert, auf die du nicht so Bock hast, also Lust hast. Und dann kannst du quasi dann wieder mehr in einkommensbringende Aktivitäten stecken, zum Beispiel Marketing, Sales. Klar. Mit dem Kunden arbeiten und so. Ja, ihr hattet gerade schon gesagt, dass ihr im Endeffekt das, was ihr macht, macht total Spaß. Und ich glaube, das ist ja auch das Wichtige. Gibt es trotzdem für euch irgendwann einen Zeitpunkt, wo ihr sagt, jetzt machen wir gar nichts mehr? Oder wird das niemals kommen? Keine Ahnung. Kann durchaus sein, aber warum jetzt?
ich jetzt aufhören oder was? Ich bin jetzt 34, der ist jetzt, glaube ich, was zu forsten. Der ist, glaube ich, wirst dieses Jahr 30. Und ich werde dieses Jahr 30, ja. So, ich bin jetzt 29 geworden. Ich werde 35 in einem Monat oder so. Also, ja. Was soll ich jetzt, in Rente gehen mit 35 oder was? Das ist ja, wie schon sagt, 6 Wochen ist schon schlimm genug. Da wird ja. 40, 50, also, 60 Jahre. Das ist immer dieses Bild, was du sagen, wenn richtig. Du hier, wenn du jetzt im Lotto gewinnen würdest. Dann brauchst du nicht mehr arbeiten, so. Ja, ja, dann musst du nicht, ich habe übrigens einen Lottogewinner mal kennengelernt, lustigerweise. Und ja. Das ist halt auch boring. Ja. Ja, er hat auch gesagt, er macht dann auch so ein bisschen was, also der hat zwar auch nie eine Aufgabe gesucht, weil sonst ist ja halt langweilig, ja. Ne, der müsste halt nicht arbeiten, so. Wir müssen ja gar nicht dafür arbeiten. Gemacht, nichts zu tun. Klar, genau. Das stimmt, ja. Weil du bist ja so, du kommst ja erstmal nur in die Situation, wo du so viel Vermögen hast, dass du sagen kannst, ich mache jetzt nichts, außer du erbst es, ja, mhm. Das ist natürlich der andere Case, oder gewinnst im Lotto oder sowas, ja. Also sagen wir mal, dieser klassische Weg, du baust ein Business auf und baust dir so dein Vermögen auf. Dann kommst du ja nur an den Punkt, wenn du auch irgendwie Spaß daran hast. Sonst kackst du ja vorher ab. Also du gehst ja nicht so weit diesen Weg, dass du ein Multimillionenunternehmen aufbaust, wenn du gar keinen Spaß daran hast. Auch Vermögen muss verwaltet werden. Also so ist das ja nicht. Ne? Also, ja, das ist auch Arbeit. Könnt ihr auch nicht nachvollziehen, so, also an alle draußen. Das ist auch Arbeit, die 30, 40, 50 Mio Vermögen zu verwalten, wenn du das eines Tages hast. Das ist nicht so trivial. Ja. Das ist crazy, wirklich. Darf man nicht vergessen. Ja, auch da kenne ich jemanden, der hat ein sehr, sehr beachtliches Vermögen von seiner Familie her. Und der ist dann auch im Grunde nichts anderes am Machen als Investment. Lustigerweise so alt wie ich, weißt du? Ich habe den eigentlich einfach nur über Instagram kennengelernt, weil der fand das halt cool, okay, weil wir jetzt so self-made sind und er ist halt gar nicht, also 0,0 self-made im Grunde. Ist es aber auch bewusst. Und das ist ein ganz, also ganz crazy Typ. Also, ihr habt euch schon random letztens getroffen, so in so einem Hotel. Ja, das war lustig, weil ich habe ihn halt nie persönlich kennengelernt. Wir hatten nur so ein bisschen bei Instagram geschrieben und dann war ich einfach im sehr, sehr geilen Hotel in der Schweiz, Birkenstock heißt das. Und dann sehe ich da stand vor dem Hotel, wo wir ankamen, stand da so ein Supercar, irgendeins, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Also mega fette Karre, so grün. Und dann gehe ich so rein, bin dann drin in der Lobby mit meiner Freundin was am Essen. Und dann schaue ich aufs Handy in den Storys, auf einmal sehe ich genau dieses Auto. Ich denke mir so, hä? Hab ich eben schon mal gesehen, ne? Dann gucke ich so weiter, so, ach, der ist auch hier in dem Hotel, ne? Dann habe ich geschrieben, ey, Mann, ich bin auch gerade hier, so, lass mal treffen. Und dann haben wir so im Spa quasi Spa da getroffen. Und da habe ich ein bisschen mit dem gequatscht und so. Also, ja, das ist so der so lebende, ich weiß nicht, habt ihr Gossip Girl gesehen? Ja, kennt ihr das? Ich nicht. Also, da kennst du so Chuck Bass. Also ich kenn's, so, der Sohn von so einem Ultra dem Mega Imperium und so. Und der war so ein bisschen wie dieser Dude, stimmt, einfach 1:1 genau. Ja. Ja, wir hatten uns auch noch eine Frage aufgeschrieben, die war eigentlich für so eine Person gedacht, aber jetzt, wo ihr hier seid, ist es praktisch noch besser, weil die Frage war nämlich, was unterscheidet dich, also es war die eine Person, von deinem Bruder? Hm. Und jetzt, wo ihr jetzt zusammen seid, ist es ja wahrscheinlich noch besser. Also was würdet ihr sagen, ist so der größte Punkt, der untereinander euch unterscheidet? Ja, ich sehe besser aus, eindeutig. Das war's auch schon, ja. Besseres Aussehen und dann, ja gut, okay. Und er geht auf seinen Urlaub. So. Nee, also ist ja eindeutig, dass ich intelligenter bin. Das Wesentliche ist, ich habe eine Brille. Genau. Ja. Und viele Leute, wir sind Zwillinge. Inklusive El Hotzo, Grüße gehen raus, der mir ein Buch gewidmet hat. Auf jeden Fall, der wesentliche Punkt ist ja, dass Markus zum Beispiel ist halt, eigentlich sind wir mittlerweile sehr, sehr ähnlich. So, also ich bin halt so ein Typ, der einfach irgendwie nerviger ist als der Markus, ja. Ich bin eher nervig für andere Menschen als Markus. Markus ist eigentlich, Markus hat einfach keine Schwächen. Also ich wüsste nicht, also Markus hat echt keine Schwächen. Ja, also ich wüsste aber nicht, was deine Schwächen sind, ehrlich gesagt. Schokoladeneis. Ja, okay, sowas, aber keine menschlichen Schwächen, die ich jetzt kennen würde, so. Ich bin eher so. Meine größte Schwäche ist, dass es mich nur einmal gibt. Ja, genau, das ist auch so eine schöne Schwäche. Nee, ich weiß nicht, also keine Ahnung, also. Wir ticken da sehr, sehr ähnlich. Wir sind aber spezialisiert auf verschiedene Andreas Themen. Ist, sag ich mal, so der das Genie hier. Ja, der hat einfach unfassbar eine große Weitsicht, kann sehr, sehr weit alles antizipieren. So, ich bin so der Umsetzer, der dann seine Genialität dann auch in die Wirklichkeit, in die also Realität holt. Ich käme das ja niemals auf so einem Level jemals hin. Nicht mal, ich also bin sehr, sehr gut da drin. Vorstufen hätte ich nicht hinbekommen ohne Markus. Ich bin sehr, sehr gut da drin, sage ich mal, so ganz viel gleichzeitig im Blick zu behalten. Ah, okay. Und ich kann eine Sache dann aber nur fokussiert richtig durchziehen. Dafür ist sie dann auch perfekt. Ja. Und Andreas dann ein bisschen auch dann zum Beispiel dann dafür eher gestresst, wenn viele Sachen auf ihn einprasseln, während ich eher so. Also ich würde an der Reiseplanung würde ich scheitern zum Beispiel. Also deswegen reise ich zwar nicht so viel, weil ich schon an dem Buchen von Hotels scheitere oder sowas.
Da bin ich schon froh, dass ich jetzt angestellt und Mitarbeiter und so. Die, also um mich herum regeln alle Leute alles, deswegen kümmere ich mich eigentlich um nichts mehr. Also das. Wenn ich schon vorher da schlecht drin war, bin ich mittlerweile absolut unfähig dafür. Ich kann nur noch diese eine Sache hier. Das ist, ja, aber, also wir sind, das ist so. Wir sind auch sehr überlebensunfähig. Wir haben wirklich Inselbegabungen in dem, was wir machen. Ja, okay. Also wenn du jetzt irgendwie mindestens seit 5 Jahren haben wir wirklich Angestellte für alles. Ich kann nicht mal mehr, ich wüsste nicht mehr, also ich habe ein Auto zum Beispiel nicht mehr zum Reifenwechsel gefahren, seit x Jahren so, weißt du, oder einkaufen passiert ausnahmsweise oder so, wenn gerade irgendeine Haushaltshilfe irgendwie nicht an dem Tag da ist oder krank ist oder so weiter, das passiert einfach so. Letztens habe ich bei LinkedIn mal so einen Post gemacht, wo ich aus dem Rewe rauskomme und gesagt habe, so voll die abstrakte Experience und so, ist halt wieder reingegangen. Also ich mache halt nur fokussiert diese eine Sache. Ja. Ich schreibe so Copy, ich mache ein bisschen Coaching, überlege mir Content, ich mache ein bisschen Social Media und ich gucke auch die ganze Zeit YouTube und so den ganzen Tag, analysiere da irgendeine Scheiße und das mache ich und sonst mache ich ja nichts mehr und ich kann auch nichts anderes. That's it. Also ja. Ich muss das jetzt machen. Das war eine Fähigkeit, die ich habe. Das Outsourcing ist krass. Wieso sagst du eigentlich nie so schöne Sachen über mich? Gibt's nicht so viel wahrscheinlich. Du. Ein Hund! Das ist ein Hund! Oh Mann. Das ist wirklich verrückt. Aber du, auf LinkedIn bist du noch nicht so lange. Also du hast ja vor kurzem gesagt, ich bin immer noch phasenweise auf einer Plattform aktiv, wenn ich gerade dazu ein Training drehen muss. Ich habe echt auch selber keine Kappe, alles alleine zu machen. Ja. Und ich habe auch keinen Bock, dass ich bin immer der Bessere, alles selber zu posten. So. Ja. Ich habe auch keinen Bock jetzt irgendwie, dass ich dann so minderwertige Sachen raushaue. Deswegen bin ich immer so phasenweise auf zwei Plattformen drauf. LinkedIn-Posts. Ja, so cringe LinkedIn-Posts. Genau, es hat der Mitarbeiter von dem mit ChatGPT generiert. So. Ja, und die Posts machen wir halt einfach nicht, weil wenn ich die jetzt mache, dann kopieren die Leute meinen Style und denken dann, so muss das gemacht werden. Also poste ich teilweise lieber gar nichts. Was wir halt immer pauschal machen, ist halt, wir kriegen immer easy hin, Instagram-Stories, Reels auf Insta und YouTube. Und dann bin ich mal phasenweise, habe ich richtig Bock auf TikTok, phasenweise habe ich richtig Bock auf LinkedIn und so. Aber meistens immer, wenn ich gerade dabei bin, wieder Leuten da Content für zu machen, dann zeige ich denen, wie es geht, mit ein paar Beispielen für 2-3 Wochen. Dann verliere ich die Attention teilweise. Momentan drehe ich nur Trainings und mache nichts anderes. Und da habe ich dann einfach teilweise keinen Bock, alle 4 Plattformen gleichzeitig zu bespielen. Vor Weihnachten waren wir auf Threads die ganze Zeit. Das ist der Max immer noch richtig geil drauf. Habe da experimentiert. Aber Threads war ganz wilde Sache von Threads wirklich, weiß gerade nicht, ob sie es durchsetzen wird oder nicht. Gesehen, was das war richtig crazy. Threads haben wir richtig rasiert. Das war ja, was brutal. Hat dir denn gefallen? Das war ein Post. Das waren doch auch immer so Meme-Richtungen. Der antwortet immer auf irgendwelche Kommentare. Hier bei mir das Lake Como-Bild. Mausis wissen, wir haben Como-Chilled und so. Genau, das ist ja unfassbar witzig. Ich mich auch nur minimal für geschämt, aber das ist unfassbar witzig. Hat mich so weggecringed, der Post. Ich habe trotzdem stehen lassen. Wir haben den Cringe voll forciert auf Threads. Das war richtig witzig. Also jetzt gar nicht mehr drauf? Doch, ich bin immer noch auf Threads immer wieder, ja klar. Aber ich sag mal, irgendwie am Anfang war da mehr so geile Vorlagen irgendwie da drauf zu reagieren. Ja. Threads war das ja noch weniger moderiert als TikTok in Anfangstagen. Also bei Threads konntest du ja alles posten. Aber sobald diese Plattformen wieder dann gedrosselt werden und wieder mehr zensiert werden, dann werden die langweilig wieder. Also ich finde momentan zum Beispiel, TikTok ist sehr Vanilleeis geworden mittlerweile. Wirkt ein bisschen wie Disneyland. Da passiert ja gar nichts Kontroverses groß mehr drauf auf TikTok. Ja. So. Da kannst du auch keine kontroversen Ads drauf jagen und so. Also ist wirklich sehr, 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 sehr zahm mittlerweile. Da geht nicht mehr so viel ab. Ja. Apropos kontroverse Ads, was heißt kontrovers, aber ihr hattet ja auch, wo wir letztes Mal hier waren, angeteased die Gold-Kampagne. Ja. Und da wollten wir euch auch nochmal zu fragen, so wie war die so erfolgreich, wie ihr euch das erhofft hattet? War die besser? Also auf jeden Fall profitabel. Wir haben das analysieren lassen und hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Das Ding ist halt, dadurch, dass wir halt auch Plakate hatten in Großstädten überall und sehr, sehr viel Budget auch da ausgegeben hatten und der Funnel jetzt nicht darauf ausgelegt war, sofort quasi eine Conversion in dem Sinne zu erzeugen. Ja. Das ist halt sehr, sehr schwierig zu messen, also aber das, was wir kalkuliert haben. Was wir messen konnten auch, ist auch schon gut. Es hat sich schon gelohnt. Hatte Impact auf jeden Fall. Und wir haben auch sehr, sehr viel Budget dafür halt ausgegeben. Die Frage ist, ob man was anderes hätte machen können, was noch mehr gebracht hätte. Aber müssen wir abwarten. Weiß man nie dahinter, ne? Mal was testen. Aber dafür ist Andreas jetzt der Goat. Ich bin der Goat. Er ist der Goat. Ja, das war der Goat. Das war echt crazy. Hat es euch gefallen noch? Ja, also du hattest uns Ausschnitte hattest du uns ja, glaube ich, vorher schon gezeigt. Da war das noch nicht fertig gerendert und sowas. Ne? Da war der Goat noch noch nicht ganz fertig, so nach dem Motto. Tennisball. Und das war also krank. Dann das Endergebnis. Die Szene werde ich niemals vergessen, als du mir gesagt hast, habt ihr dem irgendwas reinrasiert? Und dann sagt Markus und du so, nee, sag mal ehrlich. Ja. Hat er dem wirklich das Ziegel in die Sackgasse als Joke, ja. Habe ich gesagt, ja, habt ihr euch rein? Dann sieht er so, ja. Und dann war einfach vorbei, war einfach der Clip vorbei. Das ist verrückt. Was wir auch noch sehr interessant fanden, auf dem ganzen Weg, wenn ihr jetzt zurückschaut auf der Selbstständigkeit bisher, was würdet ihr sagen, waren so eure größten Hürden, die ihr bisher hattet?
Ja, ich habe als erstes angefangen damit, am Anfang überhaupt was zum Laufen zu bringen, wobei das jetzt bei mir 6-7 Monate gedauert hat. Ne? Danach habe ich schon online Geld verdient und dann auch durchgängig. Dann den Sprung zu machen, zu kündigen, ist auch nicht so einfach. Ich habe irgendwie schon so 80.000 im Jahr gemacht, als ich dann brutto, in den Zeichen ins Brutto gerechnet damals, als quasi noch Zivilist. Und dann den Sprung zu machen, so auf, okay, noch so einen halben Job. Und weil dann man sich an diese Sicherheit auch gewöhnt. So weiter. Ja, ja, das so diesen Sprung zu machen, das ist schon damit das Härteste. Und dann gab es so ein paar Phasen, wo du dann gedacht hast, oh geil, Passive Income, das Online-Marketing läuft für immer, du musst das nie wieder ändern. Das hat man damals so erzählt. Du setzt einmal einen Funnel auf, und der läuft dann für immer und der macht immer das gleiche Geld und du musst nie wieder was tun. Das haben damals auch so erzählt, die ganzen Leute. Ja. Und dann zu sehen, wie die Funnels halt mal crashen oder dieselbe Launch-Kampagne halt nicht immer dasselbe Ergebnis bringt, weil dann Marketing doch ein bisschen komplexer ist als das. Das waren so die Dark Knights, die man hatte so. Und dann vielleicht noch die Phase, als ich, glaube ich, die Phase, als ich richtig Ausschlag bekommen habe, weil wir die Leads nicht geclosed bekommen haben, bevor der Abend mit aufgetaucht ist. Ich hatte einfach zu viele Leads und es war so schwierig, ja, für mich schon, alles zu machen. Wir haben schon Sales gemacht. Wir haben schon Sales gemacht, aber nicht sehr, so richtig. Sehr viel Potenzial liegen gelassen. Und da hatte ich so auch angefangen, schon so Markus mit dazu zu nehmen und so. Da hatte ich schon, ich hatte schon mal so 2 Monate, wo ich gedacht habe, so, oh, das wird jetzt so ein bisschen, da war ich einfach gestresst, weil ich habe das alte Business weitergeführt, das neue, das Fulfillment, das habe ich alles immer so 100% geklappt. Viele Sachen gleichzeitig? Viele Sachen gleichzeitig, war ich gestresst. Hast du das noch neben deinem Job gemacht oder hast du den Nee, da war ich schon wieder Fulltime, aber dieser Wechsel zwischen so Einzelgrad auf das komplette Consulting, dieser Wechsel, das war so schon eine stressige Phase, da habe ich sogar ein bisschen so Ausschlag bekommen von Stress und so, ne? Also es war schon lustig. Da kam der Abend aber auch und dann irgendwann haben wir dann richtig dann Sales durchsystematisiert und dann war es dann eigentlich relativ chillig. Und dann gibt es immer wieder mal so lustige Phasen. Aber es ist immer so, wenn du halt irgendwie ein margenstarkes Geschäft hast, wo du jetzt zufriedene Kunden hast, dann ist eigentlich, kann so schlimm wird's nicht. Also worst case machst du irgendwie so, keine Ahnung, 10% Profit statt 45 oder so. Also ja. Prozent, ne? Ja, bei mir war es halt auch das Verkaufen lernen. Das war so der krasseste Step. Ich habe vorher halt sehr, sehr viel Marketing-Know-how mir angeeignet über Andreas, der mir das quasi auch beigebracht hat. Ja. Wie man Ads schaltet, also ich kann das ja auch alles, ich habe das ja auch alles gemacht. Webinare gebaut und so und Funnels online. Und dann kam halt Abend dazu, der hat mir dann Verkaufen quasi beigebracht. Das war halt extrem krass, diese Erfahrungen zu sammeln und dann quasi professioneller werden irgendwie. Das war sehr, sehr wichtig. Ja, diese Zeit auch, die war eigentlich so die coolste, ne? Also wo man so im ersten eigenen Büro oder in den ersten 2 eigenen Büros dann da war und das alles gefühlt so Klassenfahrt mit Geld war, weißt du, mit so Kumpels abends gechillt, 21.30 Uhr haben Menschen Präsentationen geschraubt. Das war, du wusstest auch nicht, wo die Reise hingeht und hast deine, was war das, keine Ahnung, 70.000, 120.000 plötzlich gemacht im Monat mit 6-7 Leuten. Und du holst ja den ersten CLA mit AMG-Paket und so weiter. Oder dann Cayman, Porsche geholt, so fährst du durch Koblenz, immer noch keine Brille gehabt, immer noch ausgesehen wie ein Clown. Aber fährst dann durch die Gegend, chillst dann wie so in Shisha-Bars und verdienst mehr so als die Eltern zusammen und so weiter. Also so Dinge, das war schon cool. Ja. Und dann diese ersten Leute, ja. Weil alles, was du gemacht hast, war quasi das erste Mal. Genau. Das zum allerersten Mal. Und es gab auch keine Vorbilder dafür hier, so, die sowas gemacht haben. Also es war damals ja auch was komplett Neues. Wenn du heute eine Agentur aufmachst und machst 30.000, 40.000 Euro, da denkst du, du bist ein Loser. Also heute denkst du, wenn du 30.000, 40.000 machst, gibt es Leute, die sitzen zu Hause und denken, sie sind Versager. Das ist crazy, ne? Weil sie einfach denken, okay, es gibt Leute, die machen 200.000. Ich habe zum Beispiel in einem Live-Call, ist nicht gar nicht so lange her, da hatte ich einen Kunden sitzen, der ist 22, hat 4 Mitarbeiter, ja, und hat sich übertrieben abgefuckt, dass er einfach hängt schon seit einem halben Jahr auf so 120.000 bis 150.000 Euro Monatsumsatz und dass er nicht vorankommt. Und hat sich selbst fertig gemacht, was für ein Opfer er ist, weil andere 250.000 Euro. Wie reagierst du da drauf? Ja, Alex, Nick, gerade, warst du da dabei? Alex, unser Kameramann, ist auch hier. Der, wie ich darauf reagiere, ich habe dem jungen Herren mal wieder auf die Bahn gelockt, der Demut. Das ist genau das, was ich eben meinte. Ich habe das gestern auch gehabt. Wenn du das einfach nicht checkst, wie gut es dir geht. Ja, dann wird das immer schlimmer. Weil die Emotionen sind ja echt, denkt er wirklich, er ist ein Loser. Der ist ja wirklich dann so mit einer schlechten Stimmung da. Ich habe gestern das auch gehabt, den Call. Ich habe jemanden, der macht jetzt 2 Millionen, die haben so eine Übung gemacht, zu überlegen, wie kommt man auf 10 Millionen. Dann machen sie so eine Übung, das so zurück zu analysieren, was muss ich tun? Dann sagt er so, boah, das wird voll schwierig, so auf 10 Millionen zu kommen. Dann mache ich ja auch nur noch so 3 Millionen Profit im Jahr. Und dann sagt er, das lohnt sich ja für mich gar nicht und so weiter. Die Opportunity ist ja viel zu klein. So. Ich denke so, Alter, halt's Maul. Alter. Du tust gerade so, als ob du überhaupt, nee, er hat gesagt, bei 5 Millionen würde ich ja noch 2 Millionen Profit machen. So, ich so, halt's Maul. Du machst momentan 700.000 Euro Profit im Jahr und tust so das Doppelte davon im Alter von 23, wie alt du jetzt bist, irgendwie zu wenig ist. Also in welcher Welt lebst du? Also komplett neben der Spur. Also manche haben auch den Zug verloren, gerade wenn die jünger sind. Genau. Das ist auch gefährlich, oder? Also wenn das ist auch gefährlich. Ja, klar. Das ist ja
Aber deswegen sind wir ja da. Das ist wieder. Das stimmt. Genau. Und das wieder gerade zu machen. Deswegen, wir sind halt, wir machen ja, wir sind ja auch so erfolgreich mit dem, was wir machen, weil wir halt eben uns das die ganze Zeit vor Augen führen, dass das ja auch geil ist, ohne dabei durchzudrehen. Ja, die andere Leute wären schon längst durchgedreht. Die hätten schon längst, keine Ahnung, du hast eben Ferraris und Lambos angesprochen, die hätten schon eine komplette Garage voll mit den ganzen super Sondermodellen. Ja. Weißt du? Und sowas machen, so einen Scheiß machen wir halt nicht. So, wir sind einfach, wir holen halt, also wir es holen halt nur ja, ein L4S. Das ist ganz wichtig. Ohne Turbo, scheiße. Wir holen das Zeug ja auch nicht aus der Firma raus. Wir haben ja noch nie eine Gewinnausschüttung gemacht zum Beispiel. Ja. Also es bleibt ja alles im großen Topf, der dann wieder reinvestiert wird. Und bei mir sogar aus den Augen, aus dem Sinn. Ich will nicht mal irgendwie Konto-Access haben. Ich will mir die Summen gar nicht angucken, weil ich dann nervös werden würde. Ich habe auch früher, habe ich das Konto gemanagt, vor der Markus das gemanagt hat, da habe ich dann, da waren da 50.000 auf dem Konto oder so. Und dann ging irgendwie 1.500 raus und 3.000 kamen rein. Das war auf Tagesbasis. Ich habe mich diese Summen damals schon überfordert, weil ich von meinem Typ ja einfach dann nicht so dafür geeignet war, diese Backoffice-Sachen da zu managen. Und der hat es übernommen. Seitdem haben die mir quasi Konto-Access irgendwann entzogen. Und seitdem gucke ich da nicht mehr drauf. Ja, und seitdem seid ihr pleite. Und seitdem, habe ich ja dann einfach komplett relaxed reagiert. Also bei mir zum Beispiel, ich wüsste gar nicht, wie viel Geld wir gerade haben. Also ich könnte das nicht sagen. Das ist verrückt. Ich bekomme einmal im Monat kriegst du einen Liquiditätsbericht, dann wo so was drinsteht und dann so in einem Privatbereich, ja, Vermögens- und Liquiditätsbericht, nachdem wo man steht. Heißt der Vermögensbericht? Keine Ahnung. Siehst du, ich gucke nicht mal auf die TED-Seite drauf. Auf jeden Fall. Du meinst jetzt, dann noch, also du kriegst einen für dich privat du, und einen von der Company. Von der Company kriegst du auch, ne? Genau. Aber ich gucke da teilweise gar nicht rein. Meinen privaten gucke ich rein, dann weiß ich ungefähr, was da in meinem Privatbereich so rumliegt. So, ne? Und that's it. Ja, das Konto bewegt sich ja auch. Aha. Also heutzutage, runter, das genau, ist ja, heutzutage das ist wird ein Zahl, Konto, wenn du wüsstest, was da für Bewegungen passieren. Die sind ja sechsstellig auf Tagesbasis, was die Bewegungen. Das ist ja normal. Das ist verrückt. Ja. Wenn du dann halt psychisch nur, schwach nur bist. Nur solange die Zahl ganz vorne sich nicht ändert, ist dann das genau. Passt. Das ist nicht so trivial, da haben manche Probleme mit. Das ist eine Schwäche von mir zum Beispiel. Aber gibt es wirklich auch viele Leute, die dann da irgendwie kaputt gehen, wenn die mit so hohen Summen irgendwie zu tun haben? Also irgendwie, dass sie den Bezug zu Geld verlieren? Also das erste Mal, als es angefangen hat, so sich komisch anzufühlen, war zum Beispiel bei mir, als ich 300 Euro im Monat Miete hatte für mein Studentenzimmer mit meinen zwei Kumpels damals und ich habe 300 Euro am Tag in bezahlte Werbung ausgegeben. Damals noch bei meinem Studentenprojekt, was ich damals hatte, ne, wo ich dann Leute gecoacht habe in dem Bereich. Ja. Und dann fängst du an so, ey, shit, Alter, du klatschst jeden Tag eine Monatsmiete weg. Und dann bist du ja Einzelunternehmer gewesen. So, ne? Du klatschst jeden Tag eine Monatsmiete weg in der Hoffnung, dass dann in 6 Wochen irgendwie das Sechsfache draus wird oder so. Was du auch damals nicht same day, hab nicht same day money gemacht, hab so lounge-basiert gearbeitet und so weiter. Ne? Das warst du da so um den Dreh? Da war ich jetzt, wie alt seid ihr gerade? Ich bin 23. Ja, so alt wie ihr jetzt ungefähr, genau. Da bist du, keine Ahnung, was habt ihr für eine Miete, die ihr zahlt? Oh, ist ja schon selbstständig. Na gut, so, ihr habt jetzt aber auch ungefähr, ich habe damals noch ein bisschen weniger, konservativ immer gelebt. Ne? Ich habe ungefähr so viel Geld gemacht, wie ihr wahrscheinlich jetzt, aber halt für 300 Euro in der WG weiter gechillt. So. Und dann habe ich gedacht, scheiße, die Miete, die geht jeden Tag raus. Dann musst du halt das Mindset haben, damit auf klar zu kommen. Dann bei den Ads, auch wenn die mal scheiße laufen, immer noch mal hart zu bleiben und nochmal ein bisschen weiterlaufen zu lassen. Für den Fall, dass ich nochmal drehen zum Beispiel. Und dann musst du dann gucken. Dann gibt es immer eine Schwelle, wo einmal einer nicht mehr klarkommt. Wenn die Goat-Kampagne läuft, dann ballerst du 30.000 Euro. Ballerst du 30.000 am Tag raus. Und du dann selber, das ist ja auch kein Effekt direkt. Ja. Genau. Dann denkst du so, scheiße, war das der richtige Move? Ist das jetzt der richtige Move? Unser Marketing-Team soll. Ist das so? Hey Raul, ist das nötig, 30.000 am Tag jetzt in den Go zu fahren? Ja, es läuft nice. Ist das gut? So, es läuft nice. Habt ihr es im Schirm? Hey yo, habt ihr es noch im Blick? So? Hast du es noch alles? Also geht er. Raul so, ja, schickt einfach nur so WhatsApp, so Daumen hoch. So Daumen, ja. Scheiße. Also, jetzt bin ich beruhigt. Ja. Oh Mann. Easy. Crazy. Und so, deshalb holt man irgendwann zum Beispiel auch eine Werbeagentur dazu. Es liegt nicht daran, dass ich jetzt nicht wüsste, wie Ads funktionieren, aber wenn du dein eigenes Geld managen musst bei den Werbeanzeigen, agierst du anders, als wenn ein Dritter das neutral mit so eiskalt, chirurgisch macht, so mit Statistiken Zahlen. Deswegen haben selbst die meisten, die so Online-Marketing sehr, sehr gut sind, haben einen Dritten, der die Ads für sie schaltet, aus genau diesem Grund. Ja. Das habe ich damals schon in 2017 haben wir angefangen, zum Beispiel die Ads auszulagern, obwohl ich selber sehr gut im Ad-Schalten bin, aber halt besser für Dritte als für einen selber, weil du behandelst halt dein eigenes Werbekonto anders als das von Dritten und bist dann eventuell nicht so emotional drin. Deswegen haben wir zum Beispiel Raul und sein Team aus Dubai, die das bei uns machen. Würdest du sagen, eher sogar konservativer, wenn du das für dich machst? Ja klar, bist du konservativer mit deinem eigenen Geld am Arbeiten bei Ads, als wenn das ein Dritter macht, der auch mal einen risky Move macht und der dann auch dann logischerweise sich auszahlen kann. Und du willst ja immer dann immer so,
Hat jetzt heute noch nicht so einen guten Retour. 3 Tage liefen jetzt schlecht, keine Ahnung, 25k sind wieder weg, so. Vielleicht lasse ich die Ads doch nicht laufen. Dann ist halt verstehen. Anders, ne? Also deswegen, es fängt halt bei mir jetzt angefangen, als ich die Monatsmiete pro Tag rausgeballert habe. Ja. Das habe ich selber noch gemanagt, aber so irgendwann so bei 1.000, 1.500 Euro am Tag war bei mir so der Punkt, wo ich gedacht habe, so, yo, ich brauche eine Agentur. Mhm. Weil auch wenn du dann weißt, dass es wieder zurückkommt und so weiter, und ich habe dann immer gesagt, so komm, fuck it, ich kümmere mich jetzt mehr um das Fulfillment, mach mir den Kram und habe dann einfach gesagt, komm hier. Damals hatten wir jemanden, den ich aus einem anderen Mastermind kannte, damals, der hat das bei uns geschaltet, der hat das dann 1,5 Jahre lang gemacht und sind wir dann zu Raoul gewechselt und aber seit seit 2017 spätestens habe ich es dann abgegeben, das Ads schalten an Dritte. Nicht, dass ich ja nicht dabei gewesen wäre. Wir haben immer dann Meetings gemacht, die Copy, die Werbetexte wird auch immer noch geschrieben zum größten Teils. Und mittlerweile macht das alles Raoul und sein Team. Aber das ist halt der Grund, warum man zum Beispiel auch als Online-Marketing-Experte eine externe Agentur zum Beispiel hat. Weil so Dinger gibt es halt auch. Und das checken auch nicht viele. Ne? Viele wollen alles immer in-house dann lösen und dann kommen sie nicht weiter, weil sie halt dann die Moves nicht machen, die einen auf den nächsten Level bringen. Mhm. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Wir hatten noch ein paar Community-Fragen. Ja, genau. Willst du die mal? Ja, wir haben ja gefragt in der Story, du hattest das ja auch repostet, was die Leute vielleicht, und da haben wir uns mal 4 rausgesucht, könnt ihr ja mal einfach beantworten. Also die erste war von Leon, warum arbeitet ihr noch, obwohl ihr so reich seid? Habt ihr eigentlich fast schon beantwortet, aber... Ja, weil Leute einfach denken, dass es mit Geld zu tun hat. Wir arbeiten doch nicht für Geld, sondern wenn wir Bock drauf haben. Also du musst doch irgendwas machen in deinem Leben, ne? Abgesehen davon, wenn du einfach jeden Monat halt mehrere Immobilien an Gegenwert theoretisch da erwirtschaften kannst, warum sollst du da aufhören? Also... Ne? Alle 30 Tage 2-3 Immos könnten dazukommen, wenn man das möchte. Ja, perfekt. Der Yassin hat gefragt. Haben wir deine Frage klären können, Leon? Also wir arbeiten quasi nicht für uns, sondern wir arbeiten schon für die nächsten 4 Generationen im Prinzip. Deswegen machen wir das. Ja. Gut, der Yassin hat gefragt, wie viel verdient er? Wer? Er? Ja, das war er noch auf. Wir verdienen ungefähr das Gleiche. Auf jeden Fall wir sind auf jeden Fall Einkommensmillionäre, sagen wir mal so. Gut. Joost hat gefragt, ob ihr ihm mal einen 100er leihen könntet, weil es euch ja eh nicht jucken würde. Ja, kann ich machen. Das wäre möglich, wenn ich dieses Geld physisch besitzen würde. Ja, gut. Soll mir sein PayPal schicken. Ja, okay. Sag ich ihm. So kleine Scheine habe ich seit Jahren nicht mehr in der Tasche. Sag das mal dem Joost. Ja. Und Birkan hat gefragt, wie viel an den Typen ist eigentlich fake? An mir? Ja, gut, jetzt ist es natürlich auf euch beide bezogen. Ursprünglich war es auf Markus, aber ihr könnt ja beide. Ich frage mich, was an mir fake sein soll, dann sage ich auch der Nein dazu. Keine Ahnung, was. Perfekt. Was ist denn, also sorry, aber nix, objectively, nix. Guckt doch einfach mal ins Handelsregister, da werdet ihr Gelder sehen. Du brauchst dich doch nicht rechtfertigen. Rechtfertigen. Der Typ, der bei seiner Instagram Q&A sagt, du bist fake, Alter. Ja, Junge, guck ins Handelsregister. Der Typ, der sitzt da in seiner Bude und hat einen fake Gucci-Gürtel an und schreibt diese Nachricht und sagt, wie viel ist an dir fake? Weil er wissen will, bei mir ist der Gürtel fake und mein Pulli ist der fake. Der wird dich vergleichen, die Fakeness, fake. Ja, die Fakeness vergleichen. Die Fakeness vergleichen. Ja, what the fuck, Alter? Case in point. Ja, das war's aber mit der Community. Wir sind so gewohnt, immer Fragen zu beantworten. Genau, deswegen, so egal was uns, wir sind wie so eine AI, weil egal was uns promptet, du kriegst immer eine Antwort. Das ist ganz, ganz wichtig. Das waren alle Community-Fragen. Das waren alle Fragen. Ja, also wir haben uns schon ziemlich kleine Community, würde ich sagen. Ja, wir hätten ja jetzt auch noch. Nee, wir haben es mal kurz gehalten. Was interessiert euch denn so? So wirklich. Nicht so diesen, hey, ich muss jetzt die Fragen stellen, damit ich jetzt die Fragen gestellt habe, die man so stellt. Mein Dreamchaser-Podcast. Sondern was interessiert euch jetzt? So, warum seid ihr noch nicht auf einem höheren Level unterwegs als jetzt? Also was mich, beziehungsweise bei euch interessiert, was die meisten Fragen immer waren, war wie, das zum Beispiel das mit dem Geld, ab wann man wirklich keinen Unterschied mehr merkt oder ab wann vielleicht irgendwie. Ja, halt diese Geldfragen sind sowieso hoch im Kurs bei den Leuten, weil es halt einfach, da ja, hatten wir auch letztes Mal. Bei dir persönlich? Nee, bei den Leuten allgemein und bei mir jetzt natürlich auch, weil das auch eine große Rolle in meinem Leben spielt, so auch, ne, man hat einen Podcast auch irgendwo über Geld, man redet mit Leuten, die vielleicht mehr Geld haben als die, ne, irgendwie der Durchschnitt von Deutschland und dann nimmt man natürlich auch was mit, wenn ihr jetzt hier Sachen erzählt, ne, klar, ich sitze euch gegenüber, ich nehme natürlich auch die ein oder andere Information auf jeden Fall mit und deswegen interessiert mich persönlich halt diese Geldfragen auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich halt auch dafür, dass man halt offen darüber redet, also auch viel offener, weil in Deutschland ist es halt immer noch so ein Tabuthema und ich finde so in Amerika zum Beispiel ist es nochmal ganz anders gehandelt. Kommt weißt ja jetzt da, alles. Ja, genau, das ist jetzt auch im Kommen, aber da werden halt die Leute auch, da wird eiskalt gesagt, ich verdiene, was weiß ich, 70.000, 80.000. Jetzt mittlerweile flexen die Leute Klarna-Schulden auf Threads. Das ist unfassbar. Aber genau, ja, so, also das,
Ja. Also eine Sache vielleicht noch interessant, also man gewöhnt sich einfach an alles, ne? Also sorry, es ist halt einfach, wenn du unglücklich bist, vorher wirst du auch mit Geld unglücklich sein. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Du wirst auf jeden Fall wahrscheinlich glücklicher sein insgesamt, aber du hast wirklich an allem, was du dir so kaufst, nach 3-4 Monaten ist der Fun vorbei. Teilweise nach 3 Tagen, 3 Minuten. Kopfsache, weißt du? Wenn du kannst einfach selber die Sachen mehr appreciaten, also wie sagt man das auf Deutsch? Wertschätzen, wenn du das einfach vor Augen führst, so was du einfach hast. Ja. So. Und glaubt ihr? So, du kannst unglücklich sein, wenn du Geld hast, du kannst happy sein, wenn du Geld hast. Das stimmt, du kannst auch unglücklich sein, wenn du kein Geld hast, und happy sein, wenn du kein Geld hast. Geht beides. Das stimmt. Also jetzt mal nur auf den beruflichen Erfolg bezogen. Könntet ihr beide glücklich sein, wenn ihr den nicht hättet? Nö. Klar. Oh! Okay. Ja, weil du irgendwas machst. Also wenn ich was mache, will ich das doch gut machen. Wenn ich irgendeine Scheiße mache, scheitere ich die ganze Zeit. Wir waren doch vorher nicht erfolgreich, da war ich auch glücklich. Nein. Würdest du sagen, jetzt bist du glücklicher? Nein, ich habe meinen alten Job gemacht, da war ich für meine Verhältnisse, wie ich das definiert habe, erfolgreich, deswegen war ich auch glücklich. Also wenn Erfolg heißt ja, du setzt dir irgendein Ziel und erreichst die Sachen. Ja. So, wenn du dir die Ziele setzt, aber nicht erreichst, kannst du nicht glücklich sein, meiner Meinung nach, oder? Ich weiß, was er meint, ich fühle es auch ein bisschen. Ja, ich habe jetzt so verstanden, dass du meinst, ey, wenn du jetzt wieder hier so am Anfang wärst, dann könnt ihr dann auch glücklich sein. So, ich war vorher auch glücklich, weißt du? Aber ja, so wie du das meinst, wenn man Ziele. Also nochmal, ich habe mir schon immer Ziele gesetzt. Die also lustigste Zeit haben wir schon erzählt. Die lustigste Zeit sind so, wie du so ein Business irgendwie jetzt aus der Ferne auch neu aufbaust, teilweise. Ne? Wenn man die Software begleiten, wir auch. Aus der Ferne aufbaust. Ja, sorry. Die Software, Jungs, die haben ja ihre Zeit ihres Lebens quasi. Ne? Die fangen gerade ein neues Business an, das die machen gerade zum ersten Mal Geld. Das ist wie so eine kleine Avatar von uns, den so im Rollenspiel durch die Gegend schickst, irgendwelche Aufgaben zu machen. Und die haben eigentlich den ganzen Fun von der ganzen Aktion. So, ne? Wir haben das schon ein paar Mal hinter uns. Also es war schon lustig. Wie ich ja sagte, wenn du das erste Mal machst, ist es halt richtig krass und geil. Und sobald du es halt öfter machst, wird es halt, sag ich mal, Job und normal Beruf. Mhm. So, weißt du? So ein Speaking-Auftritt ist jetzt nichts Neues, weißt du? Ja. Ist, nicht, so, oder jetzt ist das trotzdem in einem Podcast sein? Wenn du so irgendwas eingeladen wirst, wo du Bock drauf hast? Oder ist das echt nur so, ich fahr dahin, mach gut? Klar, weil ich ja wieder immer bewusst mache, dass das geil ist, was für eine geile Position man hat, dass die Leute jetzt da sind. Verstehst du, ich mache jetzt den Podcast. Also mache ich den Podcast jetzt auch so, dass die Leute, die zuhören, so hoffentlich was mitnehmen daraus. Mhm. Verstehst du, weil ich da Spaß dran habe. Oder ich mache das mit euch, weil ich euch mag. Ja. Wenn jetzt irgendeiner mich anfragen würde, die ich zum Verrecken nicht leiden kann, wegen dem Podcast, würde ich immer sagen, du, nee. Mache ich jetzt nicht, weißt du? Habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. So. Und das ist halt der Punkt, wenn man auch die Sachen, auf die man Lust hat. Und das ist halt dann geil. Ja, die Frage ist auch immer, ihr habt ja gerade gesagt, praktisch, man muss sich ja Ziele setzen und die erreichen, um auch glücklich zu sein. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, es gibt halt auch bestimmt Leute draußen, die sich halt keine Ziele setzen. Ja, das ist ja so, wenn du stagnierst einfach, dann hast du ja nicht das Ziel irgendwie weiterzukommen. No ambitions. Ne? Die meisten haben gar keine krassen Ambitionen so. Also würdet ihr sagen, ist das auch ein Main-Punkt, wieso viele Leute vielleicht im Berufsleben nicht glücklich sind, weil die sich keine Ziele setzen? Klar, natürlich. Ja. Und die treiben halt so dahin, so wie so Treibholz im Fluss. Ja. Das Leben ist einfach, wieso sind so da drin, so, das wird dann fließt man egal, nicht. Mit denen passieren einfach Dinge. Die passieren Sachen, genau. So, ja. Wenn du aber, sobald du anfängst, bewusst zu leben und Kontrolle zu, also weißt du bist ja am Treiben, wenn du jetzt irgendjemand bist, der so TikTok anmacht, und einfach so durchscrollt und dann bist du auf einmal so voll so in so einem Derp-Modus, so TikTok, irgendwas Lustiges gesehen, dann geht's wieder weiter. Dann guckst du auf Instagram, dann guckst du irgendwie die Leben von anderen Leuten an, denkst du so, oh, mein Leben ist scheiße im Vergleich dazu. So, du denkst ja quasi, das Leben passiert einfach dir nur. Du machst ja proaktiv quasi nicht. Ach so, ja. So, wir haben schon immer was gemacht. So, ich habe schon früher, haben wir Theater gespielt, das war geil, hat mir Spaß gemacht. Dann hat man gesagt, okay, jetzt machen wir so Business. Dann siehst du jemand anderen, der ist erfolgreich, ich weiß ja noch genau, da bin ich so nach Hause gefahren mit dem Auto im Ford Ka und da kam mir dann irgendjemand entgegen mit so auch so einem 911er, ja, so ein Porsche. Und ich dachte mir so, geil, der hat's gepackt, so, ich kann das auch schaffen. Und andere Leute sehen den und sagen, was ein Wichser, ja. Das voll ist so, was muss der kompensieren, verstehst du? Das ist der Unterschied. Das eine, dir passiert was und du bist nur so am Judgen, so, hier, der muss bestimmt irgendwas unseriöses Ding machen, damit ich das leisten kann oder so, ja. Und bei der anderen Variante sagst du, okay, der ist den Weg schon gegangen, den ich vielleicht auch gehen könnte. Ganz egal, warum der die Karre jetzt fährt halt. Ne? Ich wollte gerade sagen, wenn jemand jetzt euch anguckt, dann gibt es wahrscheinlich immer entweder die Person, die sagt, ey, ich will das auch schaffen und ich gönn's denen. Und es gibt immer die Leute, die irgendwie neidisch sind oder sagen, ey, Dreck verwerflich oder sonst was. Was denkt ihr aber, wovon ist das abhängig, ob du so oder so denkst? Von deiner Erziehung, von dem Ort, wo du aufgewachsen bist. Also das liegt weniger, ich würde sogar sagen, es liegt weniger in der eigenen Kontrolle, als man annehmen würde. Und ich würde auch sagen, dass ich selbst niemals das aufgebaut hätte, was wir heute haben, wenn ich Andreas damit gestartet hätte, weil ich vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen wäre. Ja,
zum Beispiel. Also glaubt ihr, Umfeld ist extrem entscheidend? Auf jeden Fall. Er hat ja angefangen mit diesem Selbstständigkeitsthema. Ich habe mich ja gar nicht damit angefangen. Ich habe mich mental nie damit befasst. Mein Plan war, ich mache Karriere irgendwo in einem Konzern. Ja. Meine auch. Und deswegen, weil ich Karriere machen wollte, habe ich halt Persönlichkeitsentwicklung und Content mir reingezogen. Dann landest du irgendwo immer bei diesem Thema, okay, kannst du irgendwie auch da das Thema Geld aktiver steuern. Meine Ambition war gar nicht so hoch, wollte 300 Euro im Monat verdienen. So. Das war mein Goal, als ich gestartet bin. Aber das war immerhin ein Ziel. Immerhin. Ja, das stimmt. Und ja, rückblickend muss ich auch sagen, hätte man größere Ziele setzen müssen. Ne? Aber ja. Whatever, hat alles geklappt. Ja. Aber ja, also Ende des Tages. Wovon ist das abhängig, dass du aber diese Ziele und Ambitionen hattest? Willkürlich, einfach mit willkürlich gewählt. Mein erstes Goal war, jo geil, ich wusste ja nicht, was geht. Also ich wusste irgendwie, man kann bestimmt so ein paar hundert Euro im Monat machen mit so Affiliate-Seiten und dann wollte ich auch irgendwie so Kurse verkaufen und dann, damals hatten die krassen Leute so 20.000 Monatsumsatz oder so. Heute weiß ich ja gar nicht, wo das Ganze enden kann. Also. Klar, ja. Heute, deswegen sag ich ja, heute ist ja normal, wenn du irgendwie mal eine Mio im Jahr machst mit irgendeinem digitalen Ding oder so. Das kriegst du schon hin. Also normal ist auch nicht, aber es gibt sehr, sehr hunderte, sehr, sehr viele Leute, die es halt geschafft haben. Deswegen denken Leute mit 30.000 im Monat sein Loser oder so. Mhm. Es ist im Prinzip genauso anstrengend, komplett erfolglos zu sein, wie erfolgreich zu sein. Das hängt nur davon ab, was ist mein Ziel. Wenn du halt, stell dir einfach vor, du bist einfach auf einer Fläche ausgesetzt, so. Und dann sagst du, okay, ich setze mir kein Ziel, dann läufst du in die Richtung, läufst du in die Richtung, läufst du in irgendwelchen Random. Du bewegst dich aber irgendwo immer nur so zufällig und arbeitest ja nirgendwo darauf hin. Während wenn du einfach nur sagst, okay, ich will jetzt in die Richtung gehen, sagen wir mal, die Richtung ist, ich will erfolgreicher Schauspieler werden. Und jetzt marschierst du einfach immer weiter in die Richtung. Wenn du es die ganze Zeit machst, über Monate, Jahre hinweg, wirst du unweigerlich eigentlich besser werden und wirst auch unweigerlich irgendwann erfolgreich damit werden, wenn du dieses Ziel immer weiter verfolgst. Frage ist, in welchem Scope? Die Frage ist nur, die Frage ist nur, in welchem Ausmaß. Und die Frage ist, okay, was ist das Ziel, das ich verfolge? So, und wir haben halt einfach irgendwann gesagt, unser Ziel ist, ein Business aufzubauen. So, und dann haben wir da einfach mit gestartet und das immer weiter verfolgt und nicht aufgehört. Wir machen ja immer noch das Gleiche wie vor 8 Jahren im Grunde, ja. Du hast auch eben gesagt, wenn jemand irgendwie vielleicht mal schon ein gewisses Level erreicht, dass er dann irgendwie so aufhört oder du hast gesagt, dann stagniert einfach, ne? Wenn Geld dein Treiber war, passiert das sehr häufig. Also du kannst halt Geld als Antrieb nehmen. Der Antrieb am Anfang? Jein. Halt, ich weiß so, ich wusste halt nicht, also ich wollte einfach nur ein bisschen Geld nebenbei machen, aber ich wollte einfach was machen so. Ich habe mich dafür interessiert. Und dann habe ich irgendwann so viel Geld gemacht, dass ich meine, es macht keinen Sinn mehr zu arbeiten. Okay, gut, dann okay, und eigentlich Vollzeit wollte ich wollte eigentlich auch so digitaler Nomade ursprünglich werden. So, das hat nicht geklappt. Ich habe es nie nach Thailand geschafft. Gott sei Dank, dass Ayahuasca nie in der Lage war, den Flug zu buchen. Weil das sogar den Flug zu buchen, genau. Es geht der Full Circle. Ich konnte mich nie committen, den Flug zu buchen, genau. So long, aber dann, so. Aber es ist ja auch jetzt, unser Goal ist ja 100 Millionen zu machen. Das ist aber einfach nur, weil das nächste Step ist. Und dann guckst du einfach, wie lange. Es ist halt eine Gamification. Am ersten kannst du mit einem Videospiel vergleichen. Ja. So, warum zockst du? Ja, weil es Spaß macht. So, und das ist einfach nur jetzt quasi wie ein MMORPG, nur mit Geld im Real Life. So, das ist ja das Ding so. Deswegen, ich betrachte auch mein Online. Das ist auch wirklich so, dass du, je weiter du vorankommst bei diesen Business-Themen, das ist wirklich so, dass du immer wieder wie so eine neue Schwierigkeitsstufe unlockst. Krass. Ja. Wo auf einmal ganz neue Sachen dazukommen, die du halt vorher niemals im Blick hattest. Ich betrachte auch so, was wir online machen, wie so ein Rollenspielcharakter. Weißt du, so ein Avatar, der online schaut. Der Avatar wird heute wieder gehatet. Ja. Gut, ein bisschen mehr Mana, die Stats gehen hoch. Das ist ja selber wie so World of Warcraft. Wir müssen eigentlich mal unseren Skilltree mal ein bisschen wieder auf diesen Bereich weiter leveln, so, weißt du? So. Genau. Unser Social Media Game muss besser werden, da müssen wir jetzt irgendwie machen. Mehr Podcasts machen, damit wir überall auftauchen. So. unser Real Game muss geiler machen, lass mal Produkt. Das ist nichts anderes machen. Als so wie hier so Browser-Spiele wie das Penner Game früher, weißt du, falls du das kennst. Kennt ihr das? Oder O-Game. Wo du so Obdachlose durch die Gegend geschickt hast in so einem virtuellen Online-Spiel. Nimm mal besser, das kennst du O-Game. Nee. Kennt ihr nicht so Browser-Spiele? Digga, die wie alt sind, die sind 24, so diese, die wissen das nicht mehr. Dieser auf Spieleaffe und so Browser-Games Wo du einfach nur so Aufbauspiele hast. PC oder so eine Scheiße. Da du hast dann quasi, oder die Stämme, kennst du die Stämme? Nee, du hast dann quasi einen eigenen Stamm gehabt. Der ist auch toll. Ja, und dann musstest du dann, keine Ahnung, Speerkämpfer ausbilden. Das hat dann zum Beispiel 3 Tage gedauert. Dann hast du 10 Speerkämpfer, dann konntest du die losschicken zu einem anderen Dorf. Ach, die Scheiße doch. Ja, genau so ist das. Dann stand dann hier, wenn du die jetzt darüber schickst, dann dauert das 2 Tage und 33 Minuten. Minuten, dann sind die wieder da und dann kommen die zurück. Und heute ist wieder gewonnen oder verloren. Und das Gleiche ist hier auch so, ey, wir brauchen hier ein Produktlogo für das und das. Hier so, schickst du einmal raus ins Grafikdepartment. Dann dauert es 2 Tage. Und dann dauert es, nee, nicht 2 Tage. Nicht bei uns. Nach 2 Stunden gibt es sofort die Follow-up. Nach 2 Stunden hast du das fertige Logo. Und sagst du, nee, mach mal hier die Farben so anders. Ja, nee. Und dann musst du halt das beste Team zusammenstellen an Mitarbeitern, das beste Team an Partnern. Und dann musst du das
die ganze Zeit aufrechterhalten, ja. Klar. Es gibt auch richtig viele, die das selber bei sich, glaube ich, auch merken, wenn die ein gewisses Umsatzziel als Beispiel erreichen. Ihr setzt euch auch Umsatzziele. Wenn die das erreichen, fallen die in ein Loch. Ja, genau. Wovon ist das abhängig? Dass, ja, sie, dass das wirklich der Hauptantreiber ist? Ja, weil die dann sagen, ich muss jetzt ein Umsatzziel erreichen. Das ist jetzt mein... Weißt du noch, unser einer Vlog, wo wir 30 Millionen erreicht hatten im einen Jahr. Ey, wir haben 30 Millionen erreicht. Wuhu, war so, hey, cool. Ja, dann jetzt 100. Ja. Genau so war es jetzt. Das macht genau. Ja, wie gesagt, es hat ja keine Auswirkungen aufs Leben mehr so, ja, ne? Ja, gut, oder, okay, oder die Tage war irgendwie eine 500.000 Auftragsvolumen drin bei einer Software zum Beispiel im Monat. Mhm. Da habe ich auch so, ja, yeah, die soll, hey, wir haben es geschafft. Ich so, ja, okay, aber das war... So, bei Insta, so bei WhatsApp nicht mal Daumen hoch schicken, sondern nur so, yo, die Nachricht fest gedrückt halten und diesen Emotion... Eine Reaktion so. Und dann meinte so Florian, ey, sollen wir zu was posten und so wie in dem TikTok freuen? Ich so, nein. Nein, ist cringe. War ja klar, dass wir es erreichen sollen. Ja, stimmt. Das war eine Frage der Zeit gewesen. Und die Leute, die halt anfangen, die so, die posten, da kommt immer dieser typische Post, wir haben eine GmbH gegründet. Weißt du, dieser typische Notarpost, ja, kennt ihr das? Bei LinkedIn. So, hier ist unsere GmbH, ist jetzt da. So. Ja. Ich glaube, das war auch eine Frage, die da irgendwo stand, die wir jetzt nicht vorgelesen haben. Aber was würdet ihr sagen, ab wann sollte man eine GmbH gründen? So schnell es geht. Aus steuerlichen Gründen machst du ja einfacher, je früher du es machst. Auch das. Ja, man muss also, wie gesagt, man muss im Grunde, braucht jetzt keine zum Starten, ja. Aber sobald man halt Geld verdient und das auch stabil ist irgendwo, ne, und man das auch mit Verstand tut, also man weiß, was man tut, wie man die Umsätze generiert. Und da kommt entsprechend viel Geld bei rum, dann sollte man halt auch das schnell irgendwie machen. Aber je früher man es macht, kann das immer lösen, wenn man gute, kompetente Steuerberater hat, kann man das alles machen, da muss man aufpassen. Bei der Überführung des Einzelunternehmens zu einer GmbH, da gibt es 2-3 Konstellationen, wenn man das richtig macht. Viele machen dann einen Fehler und schenken quasi aus Versehen ihre Firma da rein, zahlen sich dann selber keinen Kaufpreis dafür und versteuern den nicht und so. Und dann haben sie direkt einmal Steuern dazogen aus Versehen. Genau. Verdeckte Sacheinlage nennt man das. Genau, verdeckte Sacheinlage. Für jeden, der sich gerade ertappt fühlt und denkt, wer also einfach so eine GmbH gegründet hat und das Geschäft einfach ab jetzt dann über die GmbH laufen lassen, der hat schon Steuern dazogen. Das ist dieses klassische, ich bin Einzelunternehmer, ich habe Kunden und dann so, ja, ich habe jetzt die GmbH. Schreib jetzt einfach die Rechnung auf die GmbH, so einfach von heute auf morgen Switch. Ja. Was ist dieses Typ? Das ist halt dieser Fehler. Den verdeckte Sacheinlage und das kann auch zu Komplikationen in einigen Monaten und Jahren. Genau. Okay. Besser nicht machen, ja. Don't try this at home. Genau, deswegen sage ich, je früher man es macht, desto besser ist es am besten schon zum Start, aber ist kein Grund zum Start. Dieser Stand sollte nur von professionellen, nur von professionellen Steuerberatern durchgeführt werden. Ja, interessant. Ja, was gibt es sonst noch? Habt ihr noch sonst irgendwelche Themen? Oder vielleicht, was gibt es für euch, wo ihr vielleicht gerne drüber redet, was wir jetzt nicht gefragt haben? Gibt es auch noch was? Über mich selbst eigentlich. Aber haben wir doch eigentlich gefragt über dein Autoreisen. Wir haben noch nicht über meine Richard Mille geredet. Ja, beim letzten Podcast habe ich doch gesagt, ich krieg bald ich habe jetzt eine, ja, ich habe für? Eine. Was? Wie viel hast du bestellt? Ja. Den Listenpreis halt. Listenpreis. Muss halt gucken, ruf was an und frag nach. Ruf mal an, fragst danach. Geil. Higher oder lower, 130? Ah, nicht mehr das. Ich hab's versucht. Was soll ich sagen? Ich hab's hat alles gegeben, Listenpreis. Was er geben konnte. Der Listenpreis. Nee, wir dürfen den nicht verraten, den Listenpreis. Da muss ein NDA unterschreiben. Dann. Random oder besondere Anlässe? Nee, ich habe schon immer meine Uhren immer so. Ich hab schon einen Kratzer drin. Ich wollte gerade sagen, ist das ein anderes Gefühl, wenn man irgendwie mit einer 150.000 Euro... Erzähl mal von dem Kellner in Dubai, bitte. Ja, das war eh krass, aber das war echt mies. Das hat mich echt geärgert. Nee, mit der Richard Mille war noch viel krasser eigentlich, weil wir waren auf einem Event und da hatte ich die halt an. Und dann waren wir am Vorabend so in der Lobby am Chillen zusammen und dann hat der Alex hat einen Kumpel dabei, so einen Kollegen, kenne ich auch schon lange. Und dann meinte der so, der Alex hier so, hier, guck mal, Markus, watch und so. Dann hat die dann... wollten die mal in die Hand nehmen und sein Kumpel meinte dann so, nee, gib mir die nicht, ich hab immer Pech und so. Und ich gucke ihn so an, ich denke mir so, boah, dem gebe ich wirklich nicht die Uhr, der hat ja wirklich Pech und so, wenn der schon so redet. Ja. Meinte, ich habe zwar eine gute Haftpflicht, aber das ist, glaube ich, nicht da drin abgedeckt, meinte er dann so, ne? Und ich so, okay, gebe ich sie ihm nicht. So, dann ist nichts passiert an dem Abend und am nächsten Tag sind wir auf dem Event, ich sehe die Jungs wieder, ich so, hey, und die meinten so, ja, wir hauen jetzt ab, wir fahren wieder zurück nach Koblenz. Ich so, alles klar, ne, ich schlag so ein mit dem, check so, einfach dieses typische, so, weißt du, hey, und er hat seine Uhr auch rechts und dann haut er einfach so scratch so mit seiner Uhr, die er rechts trägt, in meine Uhr, die ich links habe, so, damn, so rein. Oh, und ich so, ich merke, ich habe das schon gespürt, dass da was passiert ist. Ich gucke so drauf und denke mir so, okay, es war halt nur innen so, deswegen am Band und ich gucke so drauf und man sieht halt mich so voll in den Scratch, so, ey, du hast gerade einen Kratzer reingemacht. Und er guckt so. Das war seine Reaktion, Alter. Er ist blass geworden. Er wurde schwindelig, er wurde instant schwindelig und ich so, ja, mach dir keinen Kopf, ist egal, ist ein Gebrauchsgegenstand.
Und das war dann auch viel schlimmer für ihn, weil es mich wirklich nicht gejuckt hat, weil ich wirklich so, ist ein Gebrauchsgegenstand, so scheiß drauf. Da muss man mit rechnen. Fuck it, so halt, das halt passiert halt, ne? Das ist wie das auf deiner Geburtstagsfeier, die Sache in der Schieberbar. Und dann hat er mir später nochmal Stunden später bei Instagram geschrieben, ey, wenn du wirklich, ne, ja, ja. Haftpflicht, wir können das alles so, ja, Digga, mach dir keinen Kopf, ist egal, komm. Das ist egal, wirklich. In der Shisha-Bar bei deinem Geburtstagsfeier, als ich außerdem so eine Bierflasche von oben auf Raoul seine Rolex draufgehauen habe, so einfach von oben drauf. Und der lacht dann so, oh, ist das denn eine Rolex? Das war auch gut. Ja, also da kommen Kratzer dran, da führt kein Weg drum vorbei. Dieses dekadente Verhalten sollte auch nur von Profis ausgehen. Aber da, also man muss sich halt bewusst machen, wir werden sowieso alle sterben, so keiner nimmt was mit. Ja, scheiß drauf. So, wenn, man soll die Sachen holen und dann soll man sich selber nicht, keine Ahnung, fertig machen, wenn da ein Kratzer drin ist. Das ist jetzt auch nicht so der ultimative Wert. Verlust, wenn da mal ein Kratzer von Tragespuren drin ist. Also. Ne? Ja, man kann auch viel rauspolieren. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob man das aus dem Titan rauspoliert. Geht auch. Das sollte halt auch nur von Profis durchgeführt werden. Ja. Da weiß ich jetzt nicht. Aber so okay. Schlimm ist es jetzt auch nicht. Ist halt so, ne? Ist halt so. Das stimmt. Das Pelze sowieso. Auch so bei Autos, weißt du, wenn da was ist mit so, okay. Ja, Mann, ich bin ja auch letztens wieder irgendwie. Ja, Andreas, den kannst du gar nicht fragen, der macht dich das Auto kaputt. Nein, verstehe nicht, gegen irgendwelche Säulen. Ich bin immer gegen irgendwas gegen, mit irgendwelchen Säulen. Immer im Parkhaus. Im Parkhaus habe ich immer irgendwas, aber einmal im Jahr. Du hast aber auch den allergrößten, den es gibt, oder? Nee, Max hatte GMS. Ja, generell schon. Sass, okay. Sass Moment. Sass Moment. Oh, da haben wir drauf gewartet. Extrem Sass. Umsatz. Umsatz im Markt, garantiert, ja. Da war sehr, sehr, sehr wild. Also GLS von Markus war größer, ja. Was war mit GLS nochmal? Also du hast eine Macke, ja. Also ja, der Alex hat GLS gefahren. Ich weiß nicht mehr. Ich rufe ihn an und sag so, ich habe eine Macke reingefahren. Ja. Achso, ja, Alex ruft mich an, so am Wochenende. Also ruft mich eigentlich selten an. Deswegen habe ich gedacht, da kriegst du ein Problem. Und ich wusste halt mein Auto, ich so, hey, was ist los? Ah nein, das weiß ich, was du meinst, wo ich im Urlaub war, ne? In Italien. Ja, ja, stimmt. Italien. Ja, komm, red doch mal gerade ins Mikro. Komm mal gerade, Alex. Du musst die Story erzählen, wie sie gewesen ist. Ja, ich rufe ihn halt an und sag so, also das ist mir ist das am Samstags passiert, dass ich eine Macke in dem sein GLS reingefahren habe. Und dann dachte ich mir so, ey, wie soll ich das erklären? Mach mir so Gedanken, so 2, 3 Tage lang, ruf den am Montag dann an. Du hast das, so du hast... Mut, kennst du das, wenn du dir so Mut zusammenrufst? Ja, ja. Und der so, was ist passiert? Ich bin direkt reingegangen, ich so, weil ich bin im Urlaub in Italien, wir chillen gerade am Lake Como. Ich sehe, er ruft mich an, ich so, was ist passiert? Ja, ja. Weil ich wusste, dass, wenn er mich anruft, muss schon irgendwas Wichtiges sein. Ja, ich so einfach nur, ja, Bro, ich habe eine Macke in deinen GLS gepackt. 2 Sekunden später und dann auf einmal dieser Song, oh, Macke war mal. Ich war nicht einfach nur am Singen. Ich so, hä, Bro, was ist los? Er so, ja, Macke war mal. Ich so, Dicker, ich habe eine Macke in dein Auto gefahren. Er so, ja, ist okay. Alex hat sich 2 Tage Filme gefahren. Das ist crazy, okay. Oh, Mann. Aber ich wusste nicht, dass du 2 Tage gewartet hast, bis du es gebeichtet hast. Was hast du mir noch zu beichten? Ja, okay, das ist halt dieses. Hab ich gar nicht gehört. Das ist selektives Zuhören, nennt man das Ganze. Das habe ich ausgeblendet. Ja. Geil. Oh, ja. Wild. Alright, dann gut. Ja, sagen, perfekt. War ein sehr, sehr wilder Talk, war eine geile Viererrunde, war richtig cool. Pass mal auf, lieber auf in die Folge. Sasser-Kommentar. Ich beende das ja mal hier. Dann. Ja, war auf jeden Fall vielen, vielen Dank wieder, dass ihr uns eingeladen habt, dass ihr nochmal mit uns gesprochen habt. Und dieses Mal, also Konstellation auch richtig, jetzt hätte ich es weiter. Ist richtig gut gewesen auf jeden Fall. Deswegen, wenn ihr es auf jeden Fall bis hierhin geschafft habt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Checkt die 2 Jungs auf jeden Fall unten alles verlinkt. Wenn ihr sie nicht sowieso schon kennt aus der letzten Folgen auch unten verlinkt. Yes, sir. Und genau, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, vielen, vielen Dank und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Peace. Macht's gut. Ciao.